Also, am Vorabend der Aktionärsversammlung findet diese Demonstration statt. Es soll dort eine Feier geben für die geladenen Aktionäre am Vorabend. Und wir möchten euch dazu aufrufen, sowohl zu der Demo am Vorabend den Kriegsprofiteuren die Party zu versauen, als auch am 8. Mai selber davor eine Aktion der Friedensbewegung mit zu unterstützen, die dort protestieren wird, auch schon traditionell, jetzt glaube ich im 5. Jahr gegen die Jahreshauptversammlung von Rheinmetall. Ja, ich bin Henning von der Interventionistischen Linken, freue mich, dass ihr alle hier seid und würde erstmal zwei Worte sagen dazu, warum wir die Veranstaltung machen. Also einerseits beschäftigen wir uns mit der Kurdistan-Rojava AG seit 3,5 Jahren als Arbeitsgruppe mit diesem Thema, viele von uns viel, viel länger mit der Solidarität mit der kurdischen Bewegung seit vielen auch Jahrzehnten. Jetzt haben wir seit einem Jahr machen wir versucht, verschiedene Arbeitsschwerpunkte zu bilden. Das eine ist, deutlich zu gegen die Repression, gegen die kurdische Bewegung uns zu organisieren. Das heißt vor allem, die Symbolverbote in Deutschland zu untergraben. Das haben wir bei der Demonstration in Hamburg mit vielen, vielen tausend YPG-YPG-Fahnen gemacht oder auch vorgestern am 1. Mai mit verschiedenen Fahnen, die hier gezeigt wurden und in Deutschland kriminalisiert werden als Zeichen von Solidarität. Denn ein zweiter größerer Aspekt ist Solidarität mit Rojava, dem demokratischen Projekt, das es dort gibt. Und wollen versuchen, das nachher auch ein bisschen in der Diskussion einfließen zu lassen. Und das Dritte ist, hier anzufangen und zu diskutieren, wie können wir den Kriegsprofiteuren und denen entgegentreten, die hier quasi mit dem Blut, das in Afrin vergossen wird und auch überhaupt in gesamtkurdischen Gebieten, Kurdistan, damit Geld verdienen. Und weil die hier in Deutschland sitzen und hier gleich um die Ecke in Mitte am Montag, am Dienstag tagen, dachten wir, es ist ein sehr guter Anlass, gemeinsam mit dem Afrin-Solidaritätskomitee diese Demonstration zu mobilisieren und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt. Jetzt möchte ich euch beiden vorstellen auf dem Podium. Nilüfer Koç ist eine Aktivistin aus der kurdischen Bewegung, die wir schon mal vor einem Jahr versucht haben, hier auf eine Veranstaltung einzuladen. Das hat knapp nicht geklappt. Du hast uns heute Abend, mit dir werden wir nachher sprechen, über die aktuelle Situation in den kurdischen Gebieten, in Rojava, aber auch in den anderen Gebieten. Und wir werden danach über sozusagen die geopolitische Bedeutung auch dieser Region für die Welt sprechen. Wir werden das alles als Interview eher machen und nach zwei Teilen Interviewblock werden wir mit euch gemeinsam diskutieren, weil darum wird es ja gehen, hier auch eine Diskussion zu starten, was können wir hier in Deutschland tun, was sind die Perspektiven einer internationalistischen Linken. Jan van Aken ist euch wahrscheinlich bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Der ist Talkshow-Matador und heute Abend auch hier 8 Jahre im Bundestag gewesen für die Linke und hat sich da profiliert über das Thema Waffenexport und ist deswegen nachvollziehbarerweise von uns heute eingeladen, um etwas zu sprechen über die Situation, über die Waffendeals der Bundesregierung und über die politische Bedeutung und wo können wir hier vielleicht dann auch Druck aufbauen. So, das ist so der grobe Ablauf. Nach 2 Runden auf dem Podium würde ich dann euch im Publikum aufrufen, euch zu beteiligen und eine gemeinsame Debatte zu beginnen. Ich wollte noch darauf hinweisen, hier findet eine Aufzeichnung statt von Freundeskreis Videoclip. Das heißt, die Veranstaltung, zumindest der Podiumsteil, wird nachher zu sehen sein. Danach wird abgebaut. Ihr braucht euch sozusagen eure Privatsphäre keinerlei Gedanken zu machen. Unsere ist hier ohnehin schon verdorben. Gut, dann würde ich dich gleich zu Beginn fragen. Wir haben ja die Einnahme von Afrinstadt gesehen. Wir haben die deutschen Leopardpanzer dort auf dem zentralen Marktplatz gesehen. Und man hört relativ viel unbestätigte Informationen über das, was in Afrin gerade passiert. Ausländische Journalisten sind so gut wie gar nicht vor Ort. Überprüfbare Quellen sind schwer. Kannst du aus deiner Sicht mal sagen, wie ist die Lage dort? Was trifft an diesen Berichten zu, die man hier so ganz versprengselt bekommt? Danke, Henning. Hallo, liebe Freunde, Freundinnen. Diese Frage hat mir letzte Woche auch die Zeitung vom Vatikan gestellt.
Die explizite Frage, was ist jetzt los in Afrin, nachdem die Türkei das Gebiet belagert hat? Ich habe natürlich regen Kontakt mit Afrin, das heißt mit Politikern, die ich kenne, die in der Umgebung von Afrin sind, in Afrin selbst nicht. Momentan befinden sich noch etwa 50.000 Zivilisten in der Stadt und in einigen Dörfern in der Umgebung von Afrin. Mehrheitlich der Geflüchteten befinden sich jetzt im arabischen Gebiet, das Shehba genannt wird. Es sind ungefähr jetzt 147.000 Flüchtlinge aus Afrin, die im arabischen Gebieten sich befinden. Es ist so, dass die Türkei jetzt über eigenes Militär und in Zusammenarbeit mit der Al-Nusra und den Elementen der Freien Syrischen Armee die Stadt kontrollieren. Es wird zwar jetzt, kommt manchmal in den Medien durch, dass vor allen Dingen die nicht-muslimischen Kurden wie die Jesiden, Aleviten besonders bedroht sind, aber das ist nicht nur so, sondern auch die Kurden, die vorher in der autonomen Selbstverwaltung gearbeitet haben, sind bedroht. Es gibt da Spezialeinheiten, die unter türkischer Kontrolle, also mit den Al-Nusra-Gruppen dieser Banden, die gerade Häuser aufsuchen, von denen man weiß, dass sie vorher in der Selbstverwaltung tätig waren und sie werden danach gefragt, wie viele Regeln der Islam hat, wie man betet, aus wie vielen Suren der Koran besteht. Und wer das nicht weiß, der landet erstmal im Knast in die Türkei. Viele sind mehrere hundert Leute, Menschen fehlen jede Spur. Und man weiß, dass sie in die Türkei verschleppt worden sind, dort in den Gefängnissen kommen. Also das sind die, die politisch aktiv waren, vorher in der Selbstverwaltung tätig waren. Alevitische, jesidische Kurden, die werden in ein Gefängnis, das vorher die zentrale Station von der Zugverbindung war in der Türkei, in das Gebiet um Raju, das ist direkt Grenzgebiet zur Türkei. Dort hat man die Eisenbahnstation zu einem Gefängnis aufgearbeitet und dann werden Jesiden und Aleviten jetzt trainiert, Muslime zu werden, gläubige Muslime. Es ist wirklich krank, aber so passiert das momentan dort. Es fehlen ganz viele junge Frauen, die werden verschleppt. Und zwar von Al-Nusra-Terroristen und von türkischem Militär. Also die Militärs, die geben die Befehle, diese dschihadistische Gruppen, die führen sie nur aus, die Befehle. Das ist so eine Koordination. Es ist die gesamte Stadtverwaltung von denen übernommen. Man hat ein paar Kurden, die vorher in der syrischen Opposition, deren Zentrale in Istanbul war, also die türkeinahe Opposition, darin waren auch Kurden beteiligt aus Syrien. Die sind jetzt nach Afrin gegangen, zurückgeholt worden. Die sollen jetzt sozusagen eine zivile Verwaltung sozusagen einberufen. Das gesamte Schulsystem wird jetzt türkisiert. Überall hängen jetzt türkische Flaggen in Afrin, in den Stadtverwaltungsgebäuden, überall. Die Schulen werden jetzt umgestellt. Das ganze Lehrmaterial wird entsprechend aus der Türkei geholt. Es ist jeden Tag brutal. Die Menschen haben Angst, sich zu äußern. Sie können aber auch die Stadt nicht verlassen, weil sie ist umriegelt. Sie wird kontrolliert von türkischen Militärs und diesen Banden. Einige Dörfer, in denen noch Jesiden sind, die können sie nicht verlassen. Also auch die Jesiden, die aus Afrin noch fliehen konnten, die sich im Raum Shehba befinden, sie haben eine traumatische Erfahrung erlebt in Afrin bei der Invasion. Selbst in Shehba gehen sie nicht mehr auf die Straßen. Sie sind so derart traumatisiert. Also die Erfahrung mit Sinjar 2014 und dann mit Afrin. Alles, was Islam und Sunnitisch ist, davor haben sie eine panische Angst. So, das ist jetzt momentan das Problem. Und die Selbstverwaltungen im Kanton Jizre, Kobani, die helfen jetzt den Flüchtlingen. In Shehba, das sind 174.000. Es gibt momentan Probleme mit Zelten, mit Gesundheitsversorgung, mit Nahrungsmitteln. Es ist der Fall, dass viele Babys, die neu zur Welt kommen, sterben aufgrund von Vitaminmangel. Es ist ein unglaublicher Zustand. Und jetzt, wo der Sommer kommt, gibt es die größte Gefahr von Epidemien, die ausbrechen können dort. Es ist ein Problem mit der Wasserversorgung, Stromversorgung. Und das müssen die Kantone selbst machen. Es kommt keine Hilfe, wenn dann unzureichende Hilfe an die Flüchtlinge aus Afrin.
Das ist momentan jetzt die Lage um Afrin und den Flüchtlingen aus Afrin, Shehba. Und kurze Nachfrage, die Türkei hat ja, glaube ich, selber bekannt gegeben, dass 130.000 oder 150.000 syrische Rückkehrer bereits nach Afrin zurückgekehrt seien, die aber gar nicht aus Afrin stammen, sondern aus anderen Regionen in Syrien. Und es gab so Gerüchte darum, dass Flüchtlinge oder sozusagen die islamistischen Gruppen, die aus Ost-Ghuta abgezogen sind und zum Teil aus Idlib dort jetzt in Afrin angesiedelt werden. Gibt es dafür Beweise oder hast du da andere Informationen? Ja, das stimmt schon. Also es sind auch Uiguris aus Ostchina dahin gebracht worden, die vorher bei der IS gekämpft haben. Deren Familie waren in den Flüchtlingslagern in der Türkei, in Antep, in der Umgebung. Und auch viele arabische, sunnitische Flüchtlinge in der Türkei, also Familienmitglieder von den IS-Kämpfern, die sind nach Afrin geholt worden. Und dann die Gruppen der Al-Nusra und anderen Dschihadisten aus Ost-Ghuta, aber auch Duma. Die sind alle nach Afrin jetzt gebracht worden. Also es findet eine demografische Veränderung statt. Es ist jetzt geplant, die meisten sunnitischen Araber aus Syrien, die in den letzten 4 Jahren in der Türkei in den Flüchtlingslagern waren, nach Afrin zu bringen. Also das Gebiet soll arabisiert werden, sozusagen. Aber halt pro-türkische Araber, pro-türkische Gruppen, auch Afghanen sind dahin gebracht worden, die zuvor in Nordkurdistan angesiedelt waren. Und zum Beispiel diese Uiguri-Türken, die aus Kayseri, so diese, die sind ursprünglich eigentlich aus China, die nennen das Gebiet Osttürkistan, die werden jetzt auch nach Afrin geholt. Also es soll entkurdisiert werden, sozusagen. Das ist momentan jetzt der Stand. Und gibt es, also gerade auf nationaler Ebene, gibt es da Proteste, weil das würde ja in anderen Regionen ganz klar ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen und so weiter und so fort bezeichnet werden. Wie erlebst du oder wie erlebt ihr die Reaktion auf internationalem Parkett auf diese Berichte oder kommt ihr damit überhaupt so weit, dass es so diskutiert wird? Also es sind ja viele Staaten, die in Syrien aktiv sind, die haben eine Ahnung, was da abgeht. Die haben da Journalisten oder Leute, die für sie arbeiten, die wissen genau, was da abgeht. Aber das Ziel, das gemeinsame Ziel aller dieser Staaten war ja, die eigentlich zu der Invasion sich nicht geäußert haben. Das war ein illegaler Akt. Es gab ja vorher den Beschluss des UN-Sicherheitsrates, dass einmonatiger Waffenstillstand inklusive für Afrin, daran hat sich die Türkei nicht gehalten, aber man hat auch ernstzunehmend keine Schritte gegen die Türkei eingeleitet. Es ging darum, die Kurden, die aus der Reihe getanzt haben, mit ihrer Lösung zu bestrafen. So, da waren sich Russland einig, die USA war sich einig, Europa war sich einig, die Kurden sollten die Klappe halten. Sie haben zu viel mitgespielt in den letzten 7 Jahren. Und wer eignet sich da, um die Kurden zu zügeln? Das ist die Türkei. Also der Stock gegen die Kurden war die Türkei, die immer ein kurdisches Problem hat. So, und sie wussten Bescheid. Allerdings war es so, dass jetzt im Nachhinein klar ist, dass die Türkei ihre Versprechen als Gegenleistung für Afrin nicht eingehalten hat. Russland hatte die Türkei versprochen, wenn sie bei der Invasion von Afrin, also wenn die Russen das grüne Licht geben, dass sie als Tausch dafür Idlib an das Regime geben würden. Und der Iran sollte sich über die türkische Intervention nicht aufregen. Dafür wurde Ost-Ghuta und Duma, diese Region, an Iran versprochen. Das war ja indirekt unter türkischer Kontrolle über diese Banden, also Al-Nusra und so. Die Türkei hat keine der Versprechen eingehalten. Jetzt sind die meisten sauer auf die Türkei. Afrin war sozusagen als ein Tauschgeschäft. Und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Dann hat Erdogan am Hebel gezogen. Gut, hat er gesagt, um aus dieser Sackgasse rauszukommen, kündige ich jetzt die Frühwahlen an. So, um da rauszukommen. Wir haben ganz viele Berichte an die UN geschrieben. Zu der Zeit von Afrin, viele von uns waren in Genf, wir waren überall tätig, um Informationen zu leisten aus erster Hand. Es sind ja auch sehr viele Delegationen jetzt in Rojava, also auch in Shehba. Es gibt zahlreiche Berichte, aber es ist eine politische Haltung da. Politische Haltung, die geht über uns hinaus. Es hat etwas mit globaler Dimension, Aufteilung Syriens, Machtkämpfe zwischen den Einzelnen. Also es ist ein Krieg der Elefanten und wir als kleine Ameisen kommen da nicht durch. So, uns zermalt man einfach so. Das ist so die Sichtweise der Staaten. Wir sind ein Faktor irgendwie, eine Nebensache, wir und alle anderen Völker.
Und die sollen raus aus der Machtpolitik, sondern sich fügen der Machtpolitik. Und das sollte man über Afrin erzielen. Das wird natürlich nicht klappen, aber darüber sprechen wir im zweiten Teil. Perfekt. Da sparst du mir Moderationsarbeit. Wir haben die anderen Kantone von Rojava oder der Demokratischen Föderation Nordsyrien, in denen sich auch quasi eine Situation so, da gibt es jetzt eine Stabilisierung und viele berichten davon, dass es auch mit dem Aufbau gerade von Kobani und anderen sehr stark zerstörten Orten vorangeht. Und kannst du aber trotzdem die Situation nochmal in den anderen Kantonen, also wie wird auf den Fall von Afrin reagiert und was sind da gerade die aktuellen Probleme, vor denen diese Kantone stehen? Also primär ist die größte Gefahr jetzt für gesamt Rojava ist die türkische Politik, die jetzt in Afrin zwar kurzfristig vielleicht eine Schlacht gewonnen hat, aber nicht den Krieg insgesamt. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, dass die Türkei über Nordirak, also Südkurdistan, in das Kanton Jizre eindringen will. Dieses Grenzgebiet zwischen Irak und Syrien, was auf kurdischer Seite unter der Kontrolle der KDP ist, das ist momentan sehr stark belagert von der Türkei. Dort soll aufgerüstet werden, damit nach den Wahlen, wenn Erdogan das grüne Licht von der Bevölkerung hat, so begreift er das, dann wird er von dort angreifen. Also er will auf jeden Fall Nordsyrien weghaben. Und er glaubt dadurch in der internationalen Politik auch bestätigt zu sein, weil viele der Staaten dort mit der Präsenz und der Eigenorganisierung der Kurden unzufrieden waren. Vor allem das Modell, was dort entwickelt war. Es ist auch ein ideologischer Hintergrund bei dieser ganzen Attacke. Deswegen, und dieses sieht die Türkei als eine Chance, Rojava anzugreifen. Es wird die Vorbereitung getroffen und andererseits ist es so, dass jetzt gerade mit der Intervention von Großbritannien und Frankreich man versucht, ein kurdisch-arabisches Konflikt zu erzeugen für Rojava intern, weil das ganze System baut auf die Freundschaft der Völker, vor allem kurdisch-arabisches Bündnis, das ist sehr wichtig. Und da versucht man auch die Kurden zu isolieren. Du meinst damit die französischen Soldaten in Manbij oder es noch? Soldaten mehr? Weniger, ich meine politisch gesehen. Ne? Man kann ja, die einzelnen arabischen Stammesstrukturen funktionieren wie Staaten. Sie sind ja hierarchisch gebaut, haben eine Staatsfunktion im Grunde. Jeder Stamm ist so wie ein Staat, wie ein Staat hat eine eigene Armee, bewaffnete Kräfte. Und mit Geld kann man sehr viel machen. Die Region ist offen für das. Und das System in Rojava soll zerstört werden. Das ist auch nicht im Interesse europäischer Staaten, weil das ist ein Gegengewicht zum Krieg, zur Diktatur, zum Nationalstaat. Das ist ein neues Experiment für die Region, das in den letzten 7 Jahren entwickelt worden ist. Und das soll weg. Das will man nicht. Vorher hat man das politisch versucht, funktioniert nicht. Die Kurden haben sich nicht überzeugen lassen. In Afrin sind sie dafür bestraft worden, aber damit hört es nicht auf. Der Kampf geht weiter. Und ich glaube, unser Fehler von kurdischer Seite war, dass wir uns nach Raqqa nicht darauf vorbereitet haben. Raqqa war der Höhepunkt des Erfolges der Revolution von Nordsyrien, als die größte Hauptstadt der IS, die ist zerschlagen worden und das war zu viel für alle, dass die Bahn für die Kurden dann geöffnet wird, für das kurdische Experiment. So, und dann, wir hätten eigentlich darauf, nach Raqqa uns darauf vorbereiten müssen, dass ein großer Krieg auf uns zukommen wird, dass niemand daran interessiert ist, also von Machtstrukturen, an so ein alternatives Experiment. Und ich glaube, in Afrin haben wir gesehen, dass wir uns nicht genügend vorbereitet hatten auf die Wut, Aggression der Nationalstaaten, die nach Raqqa eigentlich die Phase der Stellvertreterkriege für beendet erklärt haben. Und die Türkei war der erste Staat, der offiziell mit Militär da interveniert ist. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase in Rojava. Es wird Priorität, wenn die Staaten jetzt haben, nicht mehr diese Stellvertreter ISL, Nusra oder was auch immer. Die werden noch da sein, aber die Staaten werden jetzt kommen auf die Bühne und das wird ein viel, viel schwieriger Prozess. Ein langwieriger Krieg für uns, wir und die Staaten. So, jetzt sind wir und die Staaten. Vorher waren wir 7 Jahre lang mit der ISL, Nusra, Ahrar al-Sham, ich weiß nicht, 52 verschiedene Gruppen. Jetzt ist die Türkei da, Frankreich ist da, Großbritannien, Russland und ich weiß nicht noch wer. Also Demokratie und Staaten. Jetzt gehen wir in eine neue Phase über nach Afrin und das wird schwieriger.
Du hattest ja eben selber angesprochen, im Nordirak hat die türkische Armee da sozusagen so quasi einen Korridor entlang der Grenze zu Rojava ein Stück weit runter eingenommen und droht quasi damit auch da was abzuschneiden von Rojava und gleichzeitig gab es starke Angriffe auf Kandil, also das Hauptquartier der PKK, wo das Hauptquartier der PKK ist. Ist da mit einer größeren Offensive gegen Kandil und Çengal zu rechnen? Also die Türkei hätte vorher schon anfangen wollen. Gleich nach Afrin wollten sie über Sinjar nach Rojava. Jan kennt sich ein bisschen in der Gegend aus. Man kommt ja direkt von Sinjar auf die syrische Seite, also auf Rojava. Und als Argumentation für den Angriff in Sinjar wurde dann gesagt, die PKK würde dort präsent sein. Das war sie auch in Sinjar. Nach dem genozidalen Versuch hatte sie ihre Guerillakämpfer dorthin geschickt, um die Jesiden zu retten. Und die Türkei hat gesagt, wir werden nicht zulassen, dass ein zweites Kandil in Sinjar entsteht. Und daraufhin hat die PKK erklärt, die Jesiden jetzt sind in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Sie haben mehrere tausend Kämpferinnen und Kämpfer. Sie brauchen die PKK nicht mehr und haben ihre Truppen aus Çengal zurückgezogen, um die türkische Invasion Einmarsch zu präventieren. Daraufhin hat sich der Irak gemeldet, gesagt, ja, es ist keine PKK mehr da, weil die Truppen sind alle offiziell abgezogen worden, das ist alles auch dargelegt worden. Und dadurch ist Erdogans Planung ist ins Leere gelaufen. Jetzt versuchen sie das über das andere Gebiet nochmal, also ein bisschen runter, in das KDP-Gebiet direkt dahin zu gehen. Und dieses Konzept mit Sinjar-Angriff war damit verbunden, dass man die Planung von 2014, die nicht vollzogen worden konnte, aufgrund der Intervention von der PKK damals, um die Jesiden zu retten. Damals war es ja so, dass dieses Gebiet unter türkisch-sunnitisch-arabische Kontrolle kommt, und zwar mit den Arabern aus Mosul. Und bei dieser Konzeption ging es auch darum, Sinjar ist ja oberhalb von Mosul, was sunnitisch-arabisch geprägt ist, die auch sehr IS-nah sind. Das hat natürlich auch seinen Hintergrund. Ich möchte jetzt nicht alle Araber als IS-Befürworter darstellen, aber es sind da Stämme, die halt mit der Türkei lange zusammenarbeiten. Und das Gebiet sollte dann später, wenn es befreit ist von Jesiden, dann von diesen sunnitischen Arabern aus Mosul übernommen werden, weil Sinjar ist ein Teil von Mosul nach der irakischen Dings. Und das wollte die Türkei so haben, aber die Planung hat nicht funktioniert, deswegen greift sie jetzt von anderen Stellen. Er hat mehrere tausend Spezialeinheiten. Darüber hinaus ist sie, dass sie den Menschen mit Geld aufkauft in irakisch-Kurdistan und das Dorfschützersystem, was sie in der Türkei in kurdischen Gebieten hatten, jetzt auch in irakisch-Kurdistan aufbauen, um dort die PKK-Guerilla anzugreifen, um halt nach Nordsyrien zu kommen. So, die Türkei will mit alles daran setzen, um das Projekt Nordsyrien vom Fenster zu bekommen. Und diese internationale politische Machtkämpfe oder die Konkurrenz zwischen USA und Russland vor allen Dingen, sieht sie als eine Chance für sich. Das ist ein Vakuum für sie und sie möchte davon profitieren, um die Idee der Großtürkei zu entwickeln. Und dazu gehört, dass Nordirak und Nordsyrien halt als selbstverständliche türkische Territorien aus dem Osmanischen Reich verstanden werden. So, Erdogan will dieses Konzept abziehen und ich glaube, wenn er nach den Wahlen am 24. Juni die Chance hat, wird er das noch radikaler tun. Ja, also muss man sich mal vorstellen, da aus dem Außenministerium wurden Karten der Türkei getwittert, wo sozusagen dieser Teil Nordiraks türkisch eingefärbt war. So, in Afrin war das auch so. Also der Gouverneur, den sie jetzt eingestellt haben in Afrin, hat gesagt, Afrin soll eine Provinz von Antakya werden. Also Antakya ist auf der türkischen Seite, ist arabisch-alevitisch, also steht unter dem Einfluss des Regimes und der Gouverneur hat erklärt, wir werden darauf hinarbeiten, dass Afrin ein Teil der Türkei wird. Also diese Machtpläne, das jetzt sehr viel läuft natürlich auf internationaler Ebene, aber die Türkei als eine Regionalmacht und als der quasi größte Opponent der kurdischen Bewegung seit vielen, vielen Jahren oder als der mächtigste vielleicht. Nicht nur kurdisch, auch Demokratie. Auch demokratischen. Trotzdem war es ja erstaunlich ruhig in der Türkei, auch von der kurdischen Seite, von den wenigen, die nicht im Knast schon sitzen. Während des Angriffs aus Afrin vielleicht mit der Solidaritätswelle, die es da zu Kobani gegeben hat, natürlich eine andere Zeit, aber gibt es da eine Erklärung deinerseits, warum jetzt vielleicht in Europa oder in anderen Ländern da mehr gemacht wurde und mehr Macht gemacht werden konnte als in der Türkei selber gerade? Hast du da eine Einschätzung?
Also ich glaube, das versuche ich in vielen Veranstaltungen, auch in politischen Gesprächen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Türkei wirklich einen Wandel vollzogen hat. Der Staat bewegt sich zum faschistoiden System. Und türkischer Faschismus unter Erdogan heißt, alles unter Kontrolle von einer zentralen Struktur zu bekommen. Gesamt Nordkurdistan, in jeder Stadt, in jedem Dorf sind Überwachungskameras aufgebaut worden. Ein unglaubliches System an Agentensystem ist entwickelt worden. Einschüchterung der Menschen, Aufkaufen mit Geldern. Kurdistan ist arm. Ist in Armut gehalten worden, also Nordkurdistan. Dorfschützersystem, neue Reform. Polizeibeamte, die in Nordkurdistan arbeiten, sind keine normale Polizisten. Soldaten, die dort sind keine normale Soldaten. Das sind alles Spezialeinheiten, Spezialkommandos. Es gibt private Söldner, die in Nordkurdistan gebracht worden sind. Und die gesamten Menschen, die halt diese zivile und politische Strukturen verwaltet haben, sind im Knast. Mehr als 9000 Menschen sind mittlerweile im Gefängnis. Selbst bei dem letzten Kongress der HDP, man hat die Kandidaten für den Parteirat der HDP halbe Stunde vorher erklärt. Hätte man das früher gemacht, wären alle festgenommen. Nach dem Kongress sind die meisten wieder im Knast gelandet. Also auch die Stellvertreter werden alle festgenommen. Das ist unglaublich, der Faschismus, was gerade in Nordkurdistan ist. Dennoch in Nevruz war es so, dass Millionen von Menschen in ganz Nordkurdistan die Gelegenheit gefunden haben, sind auf die Straßen gegangen. Und jetzt ist es so, auch wenn viele behaupten, dass Nordkurdistan still ist, Erdogan hat gerade gleich nachdem die Frühwahl deklariert worden ist, hat gesagt, es gibt drei kritische Orte für mich. Das ist einmal Trakien, also Westtürkei, Edirne, Grenze Bulgarien und so. Und dann Kurdistan, also Nordkurdistan und Süd von Nordkurdistan. Also die Türkei differenziert in zwei verschiedene Regionen. Er meinte, dieses Gebiet ist für mich gefährlich und hat in einem Sonderbefehlsdekret an die AKP-Kader geschickt, da soll man die Zahl verlagern. Auch wenn er insgesamt in der Türkei über 70% Stimmen bekommen würde, gehen wir davon aus. Ein Nein aus Kurdistan ist für ihn politisch sehr gefährlich. Also weniger die Zahlen, die aus Kurdistan kommen, sondern eine einheitliche politische Haltung in Kurdistan gegen Erdogan ist für ihn gefährlich, weil er muss das System vervollständigen und das heißt absolute Kolonialisierung von Nordkurdistan, also kurdischen Gebieten in der Türkei. Und er hat die Befürchtung, dass es nicht der Fall sein wird. Deswegen hat er jetzt in einem Sonderdekret alle aufgefordert, alle seine Aktivistinnen und Aktivisten noch mehr in Nordkurdistan zu agieren bis zum 24. Juni. Das heißt, Erdogans Zukunft wird davon abhängen, was die Kurden tun oder entscheiden werden in Nordkurdistan. So gesehen, hat die Türkei es nicht geschafft, das Gebiet mundtot zu machen, wie sie es wollten. Also es ist noch ein Widerstand da. Und man muss auch die Bedingungen sich vorstellen. Also es ist der pure Faschismus, was in Nordkurdistan abgeht. Es ist unglaublich. So, die Menschen haben Angst zu reden. Es gibt ja auch so Beispiele, dass jemand ein Lied gepfiffen hat und dafür nur das Pfeifen eines Liedes zu Also auch bei der 1. Mai-Demos, ja, also auch Türken, also die 72-jährige Frau, was man da gemacht hat, und die wurde vor alle Kameras geführt, das war ein Message an alle, also wenn ihr nicht auf mich hört, werdet ihr so landen wie sie, also es ist sehr brutal da. Und ich denke, dass in Kurdistan Erdogan nicht an Stimmen gewinnen wird, weil erstens die kurdische Frage nicht nur eine türkische Frage ist, Und die Kurden wissen, dass die Wahlen in der Türkei nicht nur ein Problem der Türkei ist, sondern Europa hat sich zu Wort gemeldet, die USA haben sich zu Wort gemeldet, selbst China hat sich zu Wort gemeldet, Russland hat sich zu Wort gemeldet. Also die Wahlen in der Türkei, das wissen wir, ist nicht nur ein Krieg zwischen der kurdischen Demokratie und dem türkischen Faschismus, sondern es geht um die Zukunft eines Landes, welche Form sie annehmen wird für uns. Wir wollen eine demokratische Türkei. Für die anderen, die wollen Erdogan die Ohren ziehen, damit er wieder unter ihre Kontrolle kommt. Also es ist eine sehr kritische Periode, auf die wir zugehen. Und die Zukunft der Türkei wird schon maßgeblich dadurch entschieden, welche Position die Kurden einhalten werden. Und ich bin da positiv, dass die Kurden Nein sagen werden zur Diktatur und zum Erdogan-Faschismus. Das ist klar. Und die Türkei hat ja also seit den 90er Jahren unheimlich stark ihre Armee auch mit deutschen Rüstungsgeschenken, damals
die NVA-Ausrüstung in den 90ern, aber jetzt auch weiter sehr viele Waffen aus der Türkei, aus Deutschland an die Türkei verkauft worden. Kannst du uns mal sagen, wo werden deutsche Waffen von euch oder von dir beobachtet gegen Kurdinnen und Kurden eingesetzt? Kannst du da ein paar Beispiele aufzählen? Wo töten deutsche Waffen kurdische Menschen? Also unter Waffen muss man sich nicht nur halt Gewehre oder Panzer und sowas vorstellen. Die Kriegsindustrie ist ja weitgehend. Es gibt Informationstechnologie, die wird auch der Türkei zur Verfügung gestellt, mit denen zum Beispiel kurdische Gebiete kontrolliert werden. Jetzt gerade auch Deutschland hat ja sehr viele diese Luftaufnahmen an die USA und im Rahmen dieser internationalen Koalition gegeben. Und es gibt auch den Verdacht, dass Deutschland ab und zu auch der Türkei diese Infos gegeben hat. Zum Angriff von YPG und YPG. Also man darf es nicht nur mal diese sichtbaren Panzer beschränken. Information ist sehr wichtig, also ein wichtiger Teil der Kriegsführung. Und Deutschland hat eine sehr, ja, man sagt, die deutsche Ware ist gut, also auch im Kriegsgebiet. Also alle Länder stehen schon in Schlange im Nahen Osten, was von Deutschland zu bekommen, weil die deutsche Technik ist robust. So ein Image hat sie. Also auch in der Informationstechnologie ist Deutschland sehr führend in diesem Krieg und da liefert sie auch Informationen an die Türkei als Bündnispartner, weil Deutschland 150 Jahre von dieser Bündnispolitik profitiert hat und da wird sie natürlich diesen Staat, der in seiner Schwäche ist, nicht so im Stich lassen. In Afrin war es ganz klar, ich habe da auch diese Aufnahmen gesehen, dass Leopard-Panzer fotografiert worden sind. Es gibt diese AK-47-Gewehre, aber die werden jetzt zu Billigdinger verkauft, die haben nicht so viel Wirkung, aber was auch an die Türkei geliefert werden, aber irgendwo auch in Syrien wieder auftauchen bei der IS, man weiß nicht wie, es ist eine Geldsache. Also wichtiger ist, dass jenseits von diesen Waffenlieferungen diese Informationspolitik, die ist gefährlich. Wenn Informationen über Kurden gegeben werden, also diese ganzen gezielten Angriffe der Guerilla in Nordkurdistan, hat auch was mit dieser Informationstechnik, die zum Teil auch aus diesem Land kommt, zu tun. Wo dann sehr viele Kämpfer dann ihr Leben verlieren. Okay, die Frage würde ich gleich nochmal drehen und an dich dann weitergeben. Kannst du sozusagen ein bisschen was zu sozusagen noch Hard Facts, also was für deutsche Waffen sind da denn auch zusätzlich zu der Informationstechnologie gerade im Einsatz in der Türkei? Na, eigentlich alles. Also die Türkei war in den Jahren 2000 bis 2010, glaube ich, der zweitgrößte Abnehmer deutscher Rüstungsgüter. Darunter waren über 328 Leopard-Panzer, aber auch Teile für solche Panzer. Wie viele Panzer von dieser Marke hat Deutschland, weißt du das? Nee, die hatten mal ziemlich viele, dann haben sie alle verschrottet. Aber wo die heute stehen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die fangen jetzt ja wieder an, sie neu zu beschaffen, aber die großen Panzerarmeen waren zur Zeit des Kalten Krieges. Weißt du, Panzerkrieg in der norddeutschen Tiefebene, was die Bundeswehr so gespielt hat. Das ist vorbei. Aber 328, das sind schon ziemlich viele und deswegen auch kein Wunder, dass wir mehrfach in den letzten Jahren eben auch die Leopard-Panzer gesehen haben, mit denen die Türkei in Nordsyrien agiert hat. Aber das eine sind die Dinge, die geliefert werden. Also Torpedos, Raketen, ganz viel Munition, auch Gewehre. Aber das andere sind eben auch Gemeinschaftsprojekte, die da betrieben werden. Also seit vielen, vielen Jahren baut die Türkei eine eigene, sehr große Rüstungsindustrie auf. Das ist für ein Land von, ich sag mal, von der finanziellen Schwere und wirtschaftlichen Entwicklung wie der Türkei schon außergewöhnlich, wie viel Waffen die selbst herstellen können. Und das haben die über Jahrzehnte betrieben in Kooperationsprojekten. Die produzieren zum Beispiel das deutsche Hector & Koch G3-Gewehr. Gibt es eine Lizenz für die Türkei, das wird da produziert. Also als ich zur Wahlbeobachtung 2015 da war, da siehst du denn vor den Wahllokalen, stehen ja sowieso Panzer und bewaffnete Soldaten und viele davon haben ein G3-Gewehr, was denn nicht aus Deutschland geliefert wurde, aber die Fabrik wurde ursprünglich mal aus Deutschland dahin geliefert. Die bauen das jetzt selbst. Das gleiche gilt für diese Maschinenpistole MP5 von Hector & Koch, wird da auch produziert. Und solche Kooperationsprojekte gab es in ganz vielen Bereichen. Und dann eben Teilelieferungen. Ich war, das ist dann auch so ein Spaß, ey, auf so einer Rüstungsmesse in der Türkei 2017, im letzten Jahr im Mai. Und da steht in MTU zum Beispiel, das sind diese Panzermotorenhersteller unten vom Bodensee, riesiger Stand, großes Schild, wir sind stolz drauf, das Herz des Altay zu liefern. Der Altay ist der türkische Kampfpanzer.
Und das Herz ist eben der Motor. Und das siehst du von vielen deutschen Firmen, Rohde und Schwarz, Elektronik in jeglicher Form, Atlas Elektronik ist da, die Torpedos verkaufen und. Also du siehst die gesamte Palette, aber hauptsächlich eben diese Kooperationsprojekte, weil die Türkei seit vielen Jahrzehnten darauf setzt, den ganzen Scheiß selber herzustellen. Und da kommt dann eben am Ende auch Rheinmetall ins Spiel mit dem Plan, gemeinsam mit der türkischen Firma den neuen Kampfpanzer zu entwickeln. Kannst du also um diese Panzerfabrik, erstmal um die Nachrüstung dieser Kampfpanzer und jetzt über um diese neue Panzerfabrik, gab es ja durchaus einigen Streit im Bundestag und unter sozusagen um diese Frage. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Was waren da die Knackpunkte und was sind die Eckdaten da? Ja, das eine ist die Nachrüstung der Panzer. Das heißt, Leopard-Panzer wurden verkauft auf verschiedene Versionen. Ein paar Leopard 1, die meisten Leopard 2, das sind die moderneren und da auch verschiedene Versionen. Und die sollen nachgerüstet werden. Das wäre ein klassischer Rüstungsexport. Das heißt, die Dinger kommen hierher, die werden hier ausgerüstet mit moderneren Geschichten. Und das braucht eine Genehmigung von der Bundesregierung. Also ganz klassischer Rüstungsexport. Die deutsche Firma macht den Vertrag mit der Türkei, stellt einen Antrag an die Bundesregierung für eine Rüstungsexportgenehmigung und bekommt sie. Also da gibt es eigentlich kaum Beschränkung. Das ist eben im Moment, wird das so als politisches Fund immer noch in der Hinterhand gehalten von der Bundesregierung. Ich bin mir sicher, das wird kommen. Überhaupt keine Frage. Eine völlig andere Geschichte ist dieses neue Projekt, die Firma Rheinmetall, die mit einer türkischen Firma zusammen einen neuen Kampfpanzer entwickeln will. Da ist die ganz große Frage, ob die überhaupt eine Genehmigung dafür brauchen. Denn du brauchst nur eine Genehmigung für Rüstungsexporte, wenn du irgendwas Anfassbares von Deutschland dahin transportierst. Da reicht auch so ein Computerstick, wo eine Produktionszeichnung drauf ist. Also wenn jetzt Rheinmetall ihre Expertise im Panzerbauen aufmalt und als Stück Papier rübernimmt, braucht sie eine Genehmigung. Aber Rheinmetall hat es in den letzten Jahren häufiger gemacht, dass sie völlig darauf verzichtet haben, was Anfassbares rüberzubringen. Die bringen Menschen rüber. Das heißt, die haben da eine türkische Firma, die bauen dann da irgendwann eine Panzerfabrik auf und schicken ihre Ingenieure hin. Solange die keinen Stick dabei haben, keine Zeichnung dabei haben, braucht es keine Genehmigung der Bundesregierung. Das ist eine Lücke in der Regulierung. In anderen Bereichen sehr wohl auch eine Genehmigungspflicht für das, was in den Köpfen von Menschen transportiert wird. Im gesamten Waffenbereich gibt es das nicht und Rheinmetall wird das wahrscheinlich knallhart durchziehen, das ohne Genehmigung der Bundesregierung. Und solange dieser Bundestag das Gesetz nicht ändert, kommen die damit durch. Machen sie nichts Illegales. Die sind ja jetzt auch ziemlich gut informiert, wie so die Rechtslage ist und die Verhältnisse im Bundestag. Da gibt es ja in verschiedenen Funktionen bei Rheinmetall durchaus prominente Figuren, also der Kniebel, der ehemalige Entwicklungsminister von der FDP und auch der Franz Jung, der CSU-Verteidigungsminister, sind ja jetzt sozusagen tätig für den Rheinmetall-Konzern, relativ schnell nach ihren Tätigkeiten da reingewechselt. Wie erlebst du einmal diesen Drehtüreffekt zwischen Rüstungsindustrie und Politik? Was bedeutet der politisch? Und welche Rolle spielt auch Lobbyismus, um genau solche quasi Gesetzeslücken nicht schließen zu müssen? Also wie treten so Rüstungslobbyisten im Bundestag aus, wenn du da mal aus dem... Weil dir wahrscheinlich werden sie nichts anbieten. Das weiß ich nicht genau. Also bei mir haben die das nie versucht. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wie die agieren. Aber erstmal zu diesem Drehtüreffekt. Also ich hatte ja ein einschneidendes Erlebnis. 2013 gab es diesen Eurohawk-Untersuchungsausschuss. Der Eurohawk, diese Drohne, wo die schon, ich glaube, eine halbe Milliarde drin versenkt hatten, die dann gestoppt wurde. Gab es einen Untersuchungsausschuss. Und irgendwann in den Unterlagen stelle ich fest, dass der eine von der CSU, der Abgeordnete, der da sitzt im Untersuchungsausschuss, der sitzt auch im Aufsichtsrat der einen Firma, die den Eurohawk mitgebaut hat. Das heißt, da sitzen die kontrolliert werden sollen, sitzen mit drin in diesem Untersuchungsausschuss, kommen an alle geheimen Dokumente. Es ist völlig absurd. Also, und sowas gibt es eben mehrfach, dass Menschen aus der Rüstungsindustrie in den Bundestag wechseln und umgekehrt. Also ich fand es ja auch ein Skandal. Ich weiß noch, meine allerletzte Rede im Bundestag ging zum Waffenexport und dann sitzt der Olle Jung da. Der war Verteidigungsminister, das war da schon klar. Der hatte seinen Vertrag in Aufsichtsrat von Rheinmetall zu geben. Ich finde, das geht nicht. Aber da gibt es sozusagen enge personelle Verknüpfungen und die sind an anderer Stelle noch viel drastischer. Also ich habe mal eine Aktion gehabt für so ein Fernsehteam, die hat eine ziemlich gute Geschichte gemacht über gemeinnützige Vereine und es gibt einen gemeinnützigen Verein, das ist, ich glaube, das nennt sich Freundeskreis Deutsches Heer und es gibt einen anderen, die ich vergesse mal diesen Namen, aber Verteidigungswehrpolitische Vereinigung, wie auch immer.
Da sitzen dann tatsächlich, also das war dann auch so eine nette Party, die sie hatten, da bin ich dann auch rein, hatte ja eine Einladung als Abgeordneter, durfte da auch rein. Da sitzen dann die ganzen Manager der Rüstungsindustrie, da sitzen aber auch alle aus dem Verteidigungsministerium, die Beschaffung machen, und da sitzen die Abgeordneten zusammen und alle Eididei und du und alle kennen sich, das sind alles alte Buddies, die da zusammen sitzen regelmäßig und sich um die Schultern fallen und wahrscheinlich hinterher zusammen in den Puff gehen. Und das ist sozusagen, da werden jetzt keine Deals gemacht, aber die kennen sich alle und wenn es dann um Deals geht, kennen sie sich eben auch per Du und wissen, wie man anrufen muss und das. Also das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, dass sie sich alle als eine Gemeinschaft empfinden. Das ist sozusagen nicht Verkäufer und Käufer, die gegensätzliche Interessen haben, sondern wir sind die Gemeinschaft, die Sicherheit für Deutschland schaffen und nur das Beste wollen für unsere eigenen Taschen und die Bundeswehr. So. Also das ist, glaube ich, der viel wichtigere Effekt als eher so, dass die jetzt einen Lobbyisten losschicken, um Abgeordnete zu belatschern, irgendwie diese oder jenes Gesetz zur Lücke. Ich glaube, das läuft viel drastischer. Jetzt ist das natürlich ein Effekt, dass es da quasi personelle und auch sehr wahrscheinlich auch politische Nähe zwischen diesen verschiedenen Akteuren da gibt. Das andere, es gibt ja auch ein politisches Interesse der Bundesregierung, quasi ihrer Rüstungsindustrie, ihrer Wirtschaft da sozusagen irgendwie gute internationale konkurrenzfähige Bedingungen und möglichst einen Vorteil zu verschaffen. Jetzt ist der damalige Außenminister Gabriel ja damit angetreten zu sagen, er will da gerade bei den kleinen Waffen deutlich reduzieren und ist also aktiver Rüstungslobbyist sozusagen aus dem Amt geschieden und man wartet nur darauf, wann er wo einsteigt. Was ist das Systematische dahinter? Also da die sozusagen gemeinsamen politischen Interessen zwischen der Regierung, also nicht nur die persönlichen Schmiermittel, die es dafür gibt, sondern was ist sozusagen das politische Interesse, was die eint? Also erstmal glaube ich das gar nicht, dass Gabriel zu einer Rüstungsfirma geht. Also lacht ihr jetzt bestimmt alle, aber der wollte wirklich was. Der ist komplett gescheitert an sich selbst, aber auch im System ist er gescheitert, kann ich gleich noch was zu sagen. Aber der hat das tatsächlich ein Stück weit ernst gemeint, das kann man an einigen Punkten sehen. Ist am Ende aber eben Sozialdemokrat und der Sozialdemokrat verkauft dann eben auch seine Seele für billig Geld. So, ja, ist so. Ich will aber noch mal ein Stück zurückgehen. Ich meine, als gute Linke denken wir natürlich immer ökonomisch. So, ne? Das ist ja auch richtig so und da geht es um ganz viel Geld. Wenn ich 300 Panzer verkaufe, geht es um viele Milliarden Euro. Aber man darf nie vergessen, dass es zwei große Gründe gibt, warum Waffen exportiert werden. Das eine ist die Ökonomie, das Interesse der Rüstungsfirmen, die Rüstungslobby und so weiter. Kohle. Das zweite ist aber Rüstungsexporte als Instrument der Außenpolitik. Und das darf man nie unterschätzen. Also es gibt so viele, viele Beispiele, man könnte jetzt Tausende nennen. Für mich das Drastischste ist immer 2003, hat damals Rot-Grün den Export von 600 G36 Sturmgewehren nach Ägypten genehmigt. So, wir reden nicht mal über 1 Million Euro. Also da lohnt sich nicht mal einen Lobbyisten für 3 Stunden zu bezahlen dafür, sage ich mal. Trotzdem hat die Bundesregierung das genehmigt, und zwar so drastisch, dass Jahre später im Ausschuss ein CDUler fragte, was habt ihr euch dabei gedacht? Antwort der Bundesregierung, ja, im Kampf gegen den Terror brauchte man die Zusammenarbeit von Ägypten und die wollten das, dann kriegen sie das. Das heißt, es gibt ganz oft die Situation, dass irgendein Land, zu dem die Bundesregierung gute Beziehungen pflegen möchte, Saudi-Arabien, Ägypten, whatever, aus welchen Gründen auch immer, und wenn zur Beziehungspflege das gehört, dass bestimmte Waffen geliefert werden, dann tun sie das. So, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum alle anderen Parteien, die nochmal Außenminister werden wollen, auch die Grünen, sind nicht gegen Waffenexporte, weil die sich dieses Mittel der Außenpolitik nicht nehmen lassen wollen. Die sind schon für ganz streng und möglichst wenig, aber sie wollen im Zweifelsfall einem Partner, warum auch immer er Partner ist, denn eben auch die Waffen liefern, wenn es denn dazu gehört. Das sind manchmal auch Kopplungsgeschäfte, wer baut die nächste U-Bahn in Riad, der auch die Panzer liefert. So, ne? Also das ist dann, das darf man nie aus dem Blick verlieren, glaube ich, das ist dieses außenpolitische Interesse an den Waffenexporten. Und bei der Türkei kann man sich das anders auch nicht erklären, bei vielen dieser schmutzigen Geschäfte, die gemacht wurden. Und das wurde ja auch genauso eingesetzt. Und ich fand das ganz spannend. Als Deniz Yücel in den Knast kam, hat sich überhaupt nichts geändert in den deutschen Waffenexporten. Als Peter Steutner hier aus Berlin in den Knast kam, weil der war Kartoffeldeutscher, da haben sie plötzlich angefangen, tatsächlich einzelne Rüstungsexportgenehmigungen zu versagen. Alle, die für die innere Repression möglich gewesen wären, haben sie denn versagt für ein paar Monate, bis Peter Steutner aus dem Knast kam, seitdem wird alles wieder durchgewunken. So, das heißt, da haben sie zum ersten Mal
eine Nichtgenehmigung auch als Mittel der Außenpolitik eingesetzt. Aber in der Regel machen sie es nicht, sondern eher umgekehrt. Es wird genehmigt, um gute Beziehungen zu pflegen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also du hattest mal eine Geschichte erzählt, dass du eine deutsche Milan-Panzerabwehrrakete in den Händen gehalten hast, die aber nicht jetzt direkt, also die aus den Händen des IS kam, aber gar nicht an den IS geliefert worden war. Also um nochmal anzugucken, was passiert denn eigentlich mit diesen Waffen, mit diesen Sturmgewehren, mit diesen Panzerabwehrraketen und was auch immer, alles, was nicht irgendwie meilenweit zu sehen ist. Was geschieht mit diesen Dingern, wenn sie erstmal geliefert werden? Also vielleicht am Beispiel dieser Geschichte. Genau, die Geschichte, das war Januar 2014, da waren wir mit mehreren Leuten in Rojava und sind da über Mosul, das war damals noch nicht von IS besetzt, rüber nach Rojava. Und die JPG hatte gerade diesen Grenzübergang freigekämpft. Und ich natürlich immer auf der Suche nach deutschen Waffen und habe als erstes denn die JPG gefragt, sag mal, ihr habt doch bestimmt vom IS jetzt hier auch Waffen erobert. Als ihr den Grenzübergang freigekämpft habt, da sind tote Kämpfer oder die sind geflüchtet, irgendwas habt ihr gefunden. Dann sagten sie, ja, und was denn? Und dann zählten sie auf und irgendwann zählten sie Milan auf. Und ich kenne mich ja eigentlich mit Waffen nicht so aus, aber mein Kollege war mit dabei und er wusste sofort, Milan ist ein deutsches Produkt. Dann haben sie gesagt, das wollen wir sehen. Und dann haben sie uns das rangekarrt. Das war sozusagen das Abschussrohr, wie die Patronenhülse, die übrig bleibt, wenn man so ein Ding abfeuert. Damit hatte halt der IS gekämpft. Und auf dem Abschussrohr gibt es dann die Seriennummer, konnten wir fotografieren, haben wir nachgefragt. Am Ende stellte sich raus, ungefähr im Jahr 1978 ist diese Milan-Rakete von Deutschland über Frankreich an den Vater von Assad geliefert worden. Lag wahrscheinlich dann 30 Jahre im Armeedepot und im Bürgerkrieg ist das mal erobert worden oder es ist weitergegeben worden oder das war eine abtrünnige Einheit, wie auch immer. Und wie das dann im Krieg ist, werden diese Waffen weitergegeben. Das ist ja das Problem dieser sogenannten Kleinwaffen. Also Kleinwaffen ist alles, was so ein bis zwei Soldaten irgendwie noch handeln können. Kleine Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Handgranaten, Panzerfäuste. Ihre hervorstechende Eigenschaft ist, dass sie klein sind und deswegen auch von Krieg zu Krieg wandern. Da gibt es ganz hervorragende Studien der UNO. Man sah das auch in Libyen zum Beispiel. Die Franzosen haben irgendwelche sogenannten Rebellen in Libyen bewaffnet, auch mit Milan-Raketen und mit anderen Waffen. Dann war Gaddafi tot und kurz darauf ist im Mittelmeer ein Schiff hops genommen worden, bis oben hin voll mit Waffen aus dem libyschen Bürgerkrieg auf dem Weg nach Syrien. Und halt alles diese sogenannten Kleinwaffen, die ziehen halt von Krieg zu Krieg. Und jetzt hast du, es gab vor einer Weile einen Bericht über auch die Methoden von Rheinmetall, wie sie denn damit umgehen, wenn sie nicht direkt liefern können oder wollen, indem die Waffendeals über andere Länder quasi, wenn dort Produktionsstätten in anderen Ländern, wo die vielleicht Weiterverkaufsmöglichkeiten erleichtert sind. Kannst du diesen Fall nochmal erzählen aus Sardinien? Ja, ich erzähle erstmal den anderen Fall. Der normale Fall ist nämlich, wenn jetzt Rheinmetall irgendwo anders eine Firma aufbauen würde, dann brauchen sie eine Genehmigung der Bundesregierung. Und sie bräuchten dann auch jedes Mal, wenn aus dem Land weiter exportiert wird, wieder eine neue Genehmigung. Das gibt es seit ein paar Jahrzehnten. Also zum Beispiel Hacker und Koch hat in Saudi-Arabien eine G36-Fabrik gebaut. Hat eine Genehmigung der Bundesregierung bekommen. Da steht drin, sobald Saudi-Arabien auch nur ein G36 weiterverkauft, wohin auch immer, braucht es eine neue Genehmigung aus Berlin. Das sind die sogenannten Reexportgenehmigungen. Deswegen ist es eben nicht so einfach, so ein einfaches Geschäftsmodell, oh, hier in Deutschland kriegen wir es nicht genehmigt, bauen wir die Fabrik eben in Indien oder bauen wir sie in Saudi-Arabien. Das funktioniert eben nicht mehr. Das ging vor 40 Jahren, geht heute nicht mehr. Rheinmetall macht das deswegen jetzt total pfiffig. Die kaufen fertige Fabriken. Also die beiden größten, die sie gekauft haben, das ist Denel in Südafrika. Seit vielen, vielen Jahren, schon in der Apartheidzeit, war das der große Munitionshersteller in Südafrika. Die haben sie aufgekauft und über Denel verkaufen sie jetzt in alle Welt. Da mussten sie keine Technologie hinbringen, da mussten sie keine Waffenfabrik aufbauen und da braucht es keine Genehmigung aus Deutschland, von daher sind sie in dem Moment frei. Und das Gleiche haben sie in Italien gemacht, in Sardinien gibt es eine Bombenfabrik, die war früher eine italienische Bombenfabrik, hat Rheinmetall aufgekauft und da gibt es eben jetzt die drastischen Fälle, dass im Jemenkrieg genau diese Bomben aus Sardinien gefunden wurden, also da waren Aktivisten vor Ort, haben Fotos gemacht von Bomben, die nicht explodiert waren, anhand der Seriennummern konnte man sehen, die ist von Rheinmetall Italien
in Sardinien gebaut worden. Und es gibt, kann man beim Netz gucken, guck mal, es war vor ein paar Wochen, hat die New York Times da eine ganz, ganz wunderbare Videoreportage zu ins Netz gestellt, dass es mehrfach nachgewiesen worden ist, wie diese sardinischen Rheinmetallbomben in Arabien geliefert wurden und dann über Jemen abgeworfen wurden. So, und auch da braucht es keine Genehmigung, wenn Rheinmetall nicht beschissen hat. Das weiß man natürlich nicht. Ob nicht doch mal jemand mit einer Fertigungszeichnung runtergefahren ist, das lässt sich eben nicht kontrollieren. Aber erstmal verfolgen sie das Geschäftsmodell. Sie lösen sich völlig aus dem deutschen Regulierungssystem, indem sie fertige Fabriken woanders aufkaufen. Oder eben Rheinmetall in der Türkei mit einem türkischen Partner da was aufbauen, wo sie immer sagen, wir schicken da nichts Anfassbares rüber. Das scheint ja recht erfolgreich zu sein, das Geschäftsmodell von Rheinmetall. Ne? Jetzt in der, bei der Jahreshauptversammlung, jetzt am Montag, am Dienstag, möchte Rheinmetall, glaube ich, 17% oder 18% Gewinnsteigerung verkündigen oder haben sie verkündigt, werden sie dann bekannt machen. Was für Summen dreht sich das dann da gerade eigentlich? Also wie sind da die, wie sind die Gewinnstrukturen für jetzt Rheinmetall in etwa? Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass sie ungefähr einen Umsatz bei 5 Milliarden haben und Rheinmetall besteht aus zwei Geschäftsfeldern. Das eine ist Automobil, also das ist, ich weiß nicht, was sie da machen, hat mich nie interessiert. Pierburg heißt das, glaube ich. Ja, keine Ahnung, das ist ziemlich genau die Hälfte, 2,5 Milliarden und die anderen 2,5 Milliarden, das ist Rheinmetall Defense. Wie da aber die Gewinnmargen sind, also im Vergleich zu Automotive und so weiter, das weiß ich nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass Rheinmetall, als ich angefangen habe mit dem Thema 2009, da waren die echt auf dem absteigenden Ast. Und mittlerweile boomen die total. Das liegt auch daran, dass wieder Bomben gekauft werden. Also Rheinmetall, wir denken immer an Waffe, also Panzer und so weiter. Aber ihr ganz großes Geschäft machen sie mit Munition, weil ist ja Verbrauchsmaterial, diese Munition. Und wenn Krieg ist, dann musst du nachkaufen. Und deswegen sind die Munitionsverkäufe weltweit sind gerade am explodieren. Auch die ganzen NATO-Staaten stocken auf ihre Munitionsgeschichten. Deswegen hat Rheinmetall in den letzten Jahren da richtig große Umsätze im Vergleich zu früheren Jahren gemacht. Aber genaue Zahlen hätte ich mich wahrscheinlich besser vorbereiten sollen. Ja, dann würde ich jetzt nochmal wieder den Schwenk zurück zu dir suchen und nach der zweiten Runde dann auch euch mit in die Diskussion bringen. Sammelt schon ruhig mal Fragen, wenn ihr konkrete Fragen irgendwo ansetzen könnt und wollt. Ja, wir hatten sozusagen im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass in dieser gesamten Region des Nahen Ostens ja seit vielen, vielen Jahrzehnten einfach so viele Mächte aufeinanderstoßen und kollidieren, dass es ja immer wieder eine latente Kriegsgefahr gibt. Jetzt gibt es eine permanente kriegerische Auseinandersetzung in Syrien seit 7 Jahren drumherum, viele, viele Jahre darum herum. In der Mitte oder etwas vielleicht oberhalb des Epizentrums sind die Kurdinnen und Kurden quasi keinen eigenen Staat haben und gleichzeitig spielen so viele Mächte da mit. Und wir hatten im Vorgespräch diskutiert, dass wir diese internationale Dimension, die ja tatsächlich die Gefahr von einem größeren Krieg auch birgt, und du hattest vorhin gesagt, dass jetzt die Mächte selber kämpfen und nicht mehr ihre Proxy-Armeen losschicken. Wo siehst du sozusagen diese Eskalationsgefahr gerade und was ist die Herausforderung, die wir als Linke zu meistern haben? Also ich würde sagen, wenn Rheinmetall Waffen exportiert, sollten wir Solidarität exportieren. Das Gegengewicht zu dem. Und ich würde Jan zustimmen, wenn man sich den gesamten Atlas mal anschaut, der Länder, es ist ein Krankheitswahn, eine Politik der Aufrüstung da, überall. Also seit letztem Jahr haben sehr viele Staaten, gerade die insgesamt im Nahen Osten Politik machen, ihre Militärausgaben erhöht. In allen Haushaltsdebatten in den Parlamenten sind die Budgets für den Verteidigungswesen erhöht worden. Ich glaube, in Deutschland war es 23% oder 12%, ich weiß es nicht. Letzte Woche hatte das Gregor Gysi im Bundestag erwähnt, aber ich habe es vergessen, die Zahl. In der Türkei ist in der Haushaltsdebatte letztes Jahr im Dezember beschlossen worden, Militärbudget auf 41% zu erhöhen. Der Iran dasselbe, Irak dasselbe, die USA dasselbe, Großbritannien, Frankreich, Italien, alle rüsten jetzt auf. Und wenn man sich jetzt diese Länder alle anschaut, also auch im arabischen Raum, Ägypten,
alle Staaten kaufen jetzt Waffen. Und ein Teil der Haushaltseinkommen werden für die Waffen jetzt zur Verfügung gestellt, für Verteidigungswesen. Das heißt, es gibt eine, wir müssen uns auf eine längerfristige Strategie des Krieges vorbereiten. Dieser Krieg wird in Syrien nicht aufhören. Er wird zwar maßgeblich entscheiden, wie, welche Richtung es gehen wird, aber wir kommen wirklich, schwere Zeiten werden auf uns zukommen, wenn man sich diese Militärausgaben in den einzelnen Parlamenten anschaut. Es sieht wirklich nicht rosig aus. Da würde ich sagen, nicht nur wir Kurden haben ein Problem, wir haben alle ein Problem. So, die Frage ist, weil wir, wenn wir alle zusammen ein Problem haben, dann müssen wir auch alle zusammen daran, darauf hinarbeiten, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Alle die, die werden gegen Kriege sind, gegen Aufteilungen. So, momentan ist es jetzt darauf fokussiert, welcher Werdegang wird Syrien annehmen? Wird Syrien dem Beispiel Irak und Beispiel Balkan folgen? Wird das Land aufgeteilt werden oder nicht? Wir haben uns ja dagegen gestellt, dass Syrien aufgespalten, aufgeteilt wird. So, jetzt sind wir in einer neuen Runde, wo es Verhandlungen zwischen den USA und Russland gibt. Kurz nach Afrin war das die Rede, vor Afrin war das die Rede, nach Raqqa. Deswegen war Raqqa, die Befreiung von Raqqa im letztes Jahr im Oktober, ein Wendepunkt in der Politik in Syrien. Da hatten Russland und Amerika darüber gesprochen, ob man Syrien jetzt östlich von Euphrat und westlich von Euphrat teilt oder nicht. Westlich von Euphrat sollte amerikanische Interessenzone sein und östlich so Richtung Afrin russische. Und dazwischen ein paar Gebiete halt für den Iran und dann auch natürlich, weil die Türkei als regionale Macht da. Es geht darum, ob man jetzt schaffen wird, Syrien zu spalten oder nicht. Und wir haben 7 Jahre lang darauf gepocht, nein. Eine Lösung innerhalb der bestehenden Grenzen Syriens, ein neues Verwaltungsmodell für Syrien, das wir in Nordsyrien experimentiert haben. Aber das amerikanisch-russische Interesse ist eine andere. Sie wollen halt das Land teilen und dann das kolonialisieren. So, da sind zwei verschiedene Lösungen. Wir stehen für die Einheit Syriens unter der Voraussetzung demokratisieren und die anderen wollen halt in Syrien Fuß fassen. Und das neue Problem, Herausforderung für die globalen Players wie die Amerika, wie die USA, ist halt, dass Russland plötzlich da ist. So, jetzt geht es darum, wird man Russland erlauben, in Syrien Fuß zu fassen, würde das bedeuten, dass Russland morgen auch insgesamt im Nahen Osten Mitspracherecht haben wird und Russland darf man nicht unterschätzen. Es hat aufgestockt, es hat alles zentralisiert, staatlich, also will ich jetzt nicht in die russische innere Politik eingehen, aber militärische Ausgaben sind in Russland nicht weniger als in den USA. So, Russland spielt auch groß und die Amerikaner sind dadurch in eine Krise geraten, in ihrer Politik in Syrien, weil sie jetzt einen Gegner haben, den sie ernst nehmen, das ist Putin. Und weil Amerika dadurch irgendwie in die Sackgasse gekommen ist, ist so, dass jetzt momentan Frankreich und Großbritannien eingesprungen sind, gesagt, wir helfen dir aus der Patsche raus. Und wir drängen Russland aus, dann gab es diese Geschichte mit der Vergiftung oder und dann war das Anlass, das war eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund. Es ging darum, da Russland zu isolieren, also dass es sollen weniger Leute da sein, die den Kuchen, also weniger, die bei dem Spaltungsprozess mit dabei sind, sondern halt die USA und dann die europäischen Partner. So, und jetzt es ist so, dass in diesem Konkurrenzkrieg natürlich andere kleine Staaten wie Iran, also regionale Staaten wie Türkei, Iran da auch mitspielen, versuchen sagen, ja, wir profitieren jetzt von diesem Konkurrenzkampf zwischen beiden. Und es geht jetzt darum, ob wir im Nordsyrien gemeinsam mit dem Modell, das wir aufgebaut haben, mit der internationalen Solidarität, ob wir es schaffen, dann Gegengewicht zu schaffen. Und ich sage, es wird noch schwieriger werden, weil, wie gesagt, wir sind jetzt mit Staaten konfrontiert und die sind besser organisiert als die IS. Die haben viel mehr infrastrukturelle Möglichkeiten als die IS. Und die haben das Recht hinter sich, sie können die UNO so einschalten, wie sie wollen, sie können die NATO so einschalten, wie sie wollen, weil alles richtet sich nach ihren Interessen. Wir sind in einem puren rechtsfreien Zustand jetzt momentan. Es gibt kein Recht. Also Recht ist außer Kraft gesetzt worden. Wer am besten organisiert wird, die besten Möglichkeiten hat, der gewinnt. Es ist, irgendwie würde ich sagen, wir gehen auf Barbarei zu. So. Kann man Jan weitergehen? Niemand hört auf den UN-Sicherheitsrat, niemand hört auf die NATO, jeder tut, was er für richtig hält.
alles ist völkerrechtswidrig, was in Afrin passiert ist. Niemand sagt was. So von staatlicher Seite. Afrin war sozusagen ein Wendepunkt für uns. Wir und alle unsere Freunde auf einer Seite, dann die UN mit ihren 204 Staaten auf einer Seite. Sozusagen, es war ein Krieg, wir und die Macht. Es war wirklich ein historischer, also es waren historische 58 Tage, wo wir quasi gegen die Machthaber, Rest der Machthaber der Welt gekämpft haben. Es war wirklich also sensationell, was wir da erreicht haben, 58 Tage. Und das nicht ohne. Ich habe da mal eine Frage an dich, Nulifa, weil das war ja in den letzten 4 Jahren immer die Frage, wie verhält sich Rojava gegenüber den USA, gegenüber Russland? Und es war immer klar, wenn wir diskutiert haben, wir wissen, dass beide Seiten uns sofort fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn wir den nicht mehr nützen. So, das war immer klar, es war immer sozusagen, versuchen sie miteinander, gegeneinander auszuspielen. Denn hast du ja vorhin erwähnt, dass es eigentlich eine Zusage Russlands gab, irgendwie, dass die Türken da nicht einmarschieren dürfen in Afrin, dann haben wir das gebrochen, das Versprechen. Was ist denn jetzt aktuell eure Einschätzung für die nächste Entwicklung? Also bis jetzt habt ihr es ja immer ganz hervorragend gemacht, sozusagen die amerikanischen, die russischen Interessen zu spielen. Jetzt haben die Russen euch einmal so verarscht. Was ist jetzt bei euch in der Bewegung, der Diskussionsstand? Wie gehen wir jetzt damit um? Sind wir jetzt wirklich ganz alleine? Ich meine, noch sind es die Amerikaner, die in Manbij da stehen und verhindern, dass die Türken da weitergegangen sind. Das heißt, da habt ihr sozusagen noch einen Pfand, weil ihr noch weiter mit der SDF den IS bekämpft. Das ist auch irgendwann vorbei. Also was ist deine Einschätzung? Wie geht jetzt eure Gemengelage, euer Verhältnis gegenüber Russland und USA weiter? Naja, also ich spreche hier nicht im Namen einer Bewegung, sondern vom kurdischen Nationalkongress. Ich glaube, unser Dilemma ist, dass wir als Menschen in der Politik sind. Wenn du mit Staaten zu tun hast, musst du, glaube ich, anders. Und ich weiß nicht, wie wir anders sein sollten. Wir sind einfach zu Mensch als Kurden in der Weltpolitik. Da geht es um pure Machtinteressen, Machtkriege. Und wir sind relativ neu auf diesem Terrain. Wir haben natürlich historisch ganz viel Erfahrung mit den Staaten gemacht. Und seit Anbeginn des Syrienkrieges war es klar, dass weder die USA noch alle anderen, die diese internationale Koalition da war, halt für die Kurden oder für Demokratie dastehen. Das war uns allen klar. Nur ist so, wenn du mit jemandem einen Vertrag unterzeichnest, dann musst du dich irgendwie auch darauf verlassen. Und das war im Falle von Russland so. Im Voraus hat der Kremlin mehrere hochrangige Politiker und die JPG-Kommandanten nach Moskau eingeladen. Das war 6 Wochen vor der türkischen Invasion in Moskau, in Afrin. Ja, dann geht man natürlich davon aus, dass... Das ist noch nicht passiert, ne? Vielleicht nochmals. Kommt noch. Es gab dann Abkommen zwischen Russland und der YPJ, wo dann gesagt worden ist, okay, wir ziehen unsere Truppen raus aus Nord-Aleppo, das war eine der Bedingungen, es war dem Regime überlassen worden. Gut, man hat zwar die YPG und YPJ raus, aber dafür zivile Milizkräfte dort gelassen. Dem Regime kann man auch wirklich vieles zutrauen. Dann wurde gesagt, ja, dass das Regime ein paar Truppen im Grenzgebiet um Afrin, das wurde dann auch anerkannt, akzeptiert und das wurde unterzeichnet und 2 Tage später hatten wir Erdogan vor der Tür. Und das war Russland. So, dann kannst du uns sagen, ihr wart blöd, ihr habt euch darauf verlassen, aber wir haben einen Vertrag mit denen unterzeichnet, wie soll das denn gehen? Das Problem ist, wir können damit nicht vors Gericht, weil es uns Kurden offiziell nicht gibt. Wir können nur anerkannt werden, wenn wir einen Staat haben und wir wollen keinen Staat, also keinen Nationalstaat. In dem Sinne, ich weiß auch wirklich, wir sind in einer paradoxalen Lage. Wenn Russland also sein Wort nicht hält, das ist wirklich, es war nicht so, dass wir uns auf Russland vollkommen eingestellt haben oder auf Amerika und Afrin hat eigentlich die Frage geklärt. Also diese ganzen Vorwürfe in den letzten Jahren, ihr flirtet mit den Amerikanern, imperialistischen Freunde von Imperialisten, das und dies in Afrin war es klar. Wir haben von staatlicher Seite keine Freunde gehabt und dessen waren wir sicher und die wollten wir auch gar nicht in Freundschaft, sondern wenn du in einer Lage, in einem Gebiet, kleinen Gebiet bist, wo 12 Staaten vertreten sind und mit ihren Soldaten, mit ihren Proxys, mit allem, dann ist der klügere Weg, mit allen in Dialog zu stehen. Wir können nicht auf 12 Fronten gegen allen Krieg, wir sind doch nicht krank und wir sind nicht kriegssüchtig.
Es muss auch eine andere Alternative geben. Die Alternative war der dritte Weg. Wir reden mit allen, wo es nur geht, um Krieg zu verhindern. Weil Krieg ist immer Zerstörung. Und das ist probiert worden. Und ich denke, wir müssen daraufhin weiterbauen. Ich stehe immer noch dafür, dass wir mit Russland unseren Dialog aufrechthalten werden. Es ist ein Krieg. Mag sein, dass wir in einer Schlacht einen Klatsch bekommen haben. Deswegen einen Schritt rückwärts, aber dann für zwei Schritte vorwärts. Das ist jetzt die Phase in Afrin. So, deswegen würde ich diese ganze Propaganda, ihr habt es ergeben, verloren, das ist, der Krieg ist nicht verloren. Es wird leider ein langfristiger Krieg werden, weil die ganze Gegend jetzt aufgeteilt wird. Und da ist Syrien natürlich hat einen zentralen Stellenwert und da sind wir Kurden, auch wenn die uns als kleine Ameisen sind, sehr wichtig. Ja, für die USA ist das ja quasi, ist die SDF ja ein bisschen der einzige Anker, den sie als Partner on the ground auch haben. Und jetzt gibt es ja die Diskussion in der Trump-Administration zu sagen, raus aus diesen Konflikten, die uns irgendwie auch gegen Russland, quasi gegen Russland zu machen. Und andererseits gibt es da massive ja, Auseinandersetzungen, Kriegsvorbereitungen gegen Iran gerade in der Region. Befürchtet ihr, dass die USA sich sozusagen zurückzieht und damit auch dieser taktischen Partnerschaft quasi ein Ende kommt? Oder habt ihr da keine Anzeichen für gerade? Also uns, wir existieren vor die USA in der Region und wir haben uns seit Jahrhunderten in dieser Region ohne die USA aufrechthalten können. Wir brauchen die nicht. Die USA brauchen uns nicht, wir sie. Es ist, die USA ist ja nach der Entscheidung, dass wir Kobani gewinnen werden, dazu gekommen. 2014, der Krieg in Syrien hat 2011 angefangen, da hatten wir nichts mit den USA zu tun, die sind gekommen. Und die werden dort bleiben, man muss das aus Großmachtperspektive sehen, wir können nicht entscheiden, wer kommt oder geht. Sie sind gekommen, niemand hat sie in Irak eingeladen, sie sind gekommen. Auch wenn da irgendwelche Vorwürfe gemacht werden, so, aber das ist, die sagen, wir sind das Empire des Jahrhunderts. Und ich muss sagen, dass ich jetzt sehr gelassen bin, weil ich sehe, dass US-Politik gerade im Nahen Osten, vor allem in Syrien, in eine Sackgasse geraten ist. Also es ist nicht so, dass die USA alles reibungslos machen können. Dass die Präsenz von Russland hat die USA aus dem Gleichgewicht gebracht. Deswegen ist jetzt Europa eingesprungen, um ihnen aus der Patsche zu helfen. So, und die USA wird sich nicht zurückziehen. Sie werden, glaube ich, die Strategie von Obamas Zeit einführen, diese Smart Power Policy, das heißt kluge Politik. Wir lassen einige Sachen andere machen, genauso wie sie Frankreich für Libyen eingesetzt haben, werden sie das auch in Syrien tun. Und Frankreich hat ein Interesse, weil sie im gesamten Nordafrika und im Nahen Osten die frankophonen Gebiete verloren haben. Jetzt hat Frankreich eine Chance über Syrien, weil sie Syrien immer noch irgendwie als ihr Mandat betrachtet. Bis 1939 war Syrien französisches, unter französischem Mandat. Und das wollen sie reaktivieren. Und sie haben noch Connections zum Regime, sie haben Connections zu den arabischen Stämmen in Syrien, auch Großbritannien. Und da haben sie bessere Vorteile als die USA. Und die USA lassen sie gerade die Arbeit erstmal für die machen, bis sie dann ihre Kräfte wieder zusammengesammelt haben. Sie werden sich nicht zurückziehen, das können sie auch gar nicht. Die gesamte US-Strategie mit Trump ist darauf eingesetzt, den Nahen Osten unter Kontrolle zu bekommen, indem Spaltungsprozesse hervorgerufen werden. Das heißt, Syrien in drei Teilen, genauso wie sie es in Irak gemacht haben. Das Problem ist, es ist ein anderer Gegner da. Und Russland hat natürlich gute Connections mit Iran als Global Player und jetzt hat sie die Türkei auf ihrer Seite. Und jetzt versuchen beide die Türkei so weit wie möglich unter ihre Kontrolle zu bekommen und auch Iran. Es ist diese ganze Geschichte, Iran unter Druck zu setzen, ist, weil der Iran auch in diesem Vakuum sich entwickelt, in diesem schiitischen Gebiet und sich um Israel, israelische Interessenzonen da organisiert. Das heißt, es ist ein komplizierter Vorgang. Ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, aber der Krieg wird noch krasser werden. Das ist von staatlichen Sinn, diese ganze Aufrüstungspolitik, Ausgaben für Militär, all das ist ein deutliches Zeichen, dass dieser dritte Weltkrieg immer diese Form von einem Weltkrieg annimmt. Es wird immer stärker werden und die Frage ist, welchen Gegenpol setzen wir als Linke, als Demokraten, als sie diese Kriege nicht haben will. Diese Kriege sind nicht für uns, sind für Rheinmetall oder andere, aber nicht für uns. Und deswegen denke ich, es wurde mal gesagt, globale Welt heißt, dass die Welt zu einem Dorf wird. Es wird tatsächlich so werden und nur müssen wir Linke auch diese Grenzen aufheben zwischen uns.
Es gibt Connection, Solidarität unter Staaten, Rheinmetall der Türkei. Warum sollte es Solidarität auf dieser Ebene nicht zwischen uns geben, dem Balkan? Und ich denke, in Syrien haben wir eine Chance, denn es gibt dort eine Gegenkraft. Und das ist diese Demokratische Föderation von Nordsyrien. Und das ist nicht nur ein kurdisches Problem, das ist eine kleine Chance. Und wenn sie Unterstützung erfährt, kann aus dieser kleinen Chance auch eine große Wende für die Region. Deswegen darf man eigentlich mal kurdisch sagen, wir solidarisieren uns mit der kurdischen Bewegung. Nein, man solidarisiert sich nicht für die kurdische Bewegung, für eine Chance, für alle Völker in der Region. Mag sein, dass die Kurden die treibende Kraft hierbei sind, die Kurden und Kurdinnen, aber sie ist die einzige Chance, die es momentan gibt. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren geben wird. Momentan ist diese Chance da. Und das gibt uns allen Gelegenheit, dort zu investieren, zu helfen, zu begreifen, dass es eine Chance ist, hier auch Rheinmetall hier zu schwächen. Denn dort werden die Munition eingesetzt und hier und dort. Wir müssen mehr stärkere Brücken bauen, um diese Welt wirklich vor einem dritten Weltkrieg zu bewahren. Und wir haben die Chance dazu, weil es gibt auch ein Gegenwehr in der Region selbst. Die Menschen wollen diese Kriege nicht. Und es sind Organisationsstrukturen in Nordsyrien aufgebaut worden, wo die Menschen, also Afrin, das kann ich aus erster Hand sagen. Ich habe mit vielen Menschen in Afrin zu der Zeit des Krieges gesprochen und die haben gesagt, diese Solidarität, die es von Afghanistan bis nach Berlin gegeben hat, Südafrika, Somalia, Bangladesch, überall war Solidarität, Japan, also nicht nur Kurden. Und sie haben gesagt, wir haben aus dieser Solidarität unsere Kraft geschöpft. Das war wirklich sehr wichtig, sonst hätte der Widerstand 58 Tage gegen den Rest der Welt nicht standhalten können. Mit ein paar Knarren gegen Luftangriffe und diese stillschweigende internationale Politik. Die Solidarität war ein wichtiger Bestandteil des Widerstandes in Afrin. So ist hier die Solidarität, kann man dort kämpfen. So, und das wurde mir zum Beispiel wortwörtlich auch mitgeteilt, dass sie Kraft außerhalb Kurdistan bekommen haben und dass es die Hoffnung gegeben, auch dass die Menschen die Stadt nicht verlassen haben bis zum 58. Tag, als die YPG dann gesagt hat, jetzt verlasst ihr die Stadt, sonst wird es zu einem Völkermord gekommen. Du hast ja schön gesagt, ja, da möchte ich den Applaus nicht unterbrechen. Du hast ja gerade gesagt, Solidarität zu exportieren wäre so eine Aufgabe für die Gesellschaft. Und auch importieren. Und auch importieren. hast du gesagt, das ist eine Aufgabe, Jan. Was glaubst du, was ist die Aufgabe für die gesellschaftliche Linke? Und wie kann das eine Friedensbewegung, die ja nun selten schwächer war, um es mal so zu sagen, welche Rolle kann die da spielen? Und was können wir hier im Raum sind, was wären für dich sinnvolle Ansatzpunkte, um genau diese Solidarität zu exportieren und vielleicht ein paar Erfahrungen zu importieren, die da gemacht wurden? Ja, super, du willst jetzt das Rezept zur Weltrevolution. Ja. Also, wir alle so schön zusammensitzen, genau. Pack aus. Ich fange mal bei der Friedensbewegung an. Ich bin ja nun in meinem Job irgendwie durch ganz Deutschland getingelt, immer mit entweder Afghanistan oder Waffenexporten und wirklich bei jeder einzelnen Veranstaltung, vielleicht ist heute eine Ausnahme, vielleicht auch nicht, bei jeder einzelnen Veranstaltung saßen immer mindestens 3-4 Leute im Raum, die haben mit mir damals 1983 im Bonner Hofgarten schon demonstriert. In jedem einzelnen kleinen Ort in Deutschland gibt es noch eine Friedensinitiative. Kurz mal Meldung. Genau. Hofgarten 1, 2, haben wir auch. 3, 4. Das heißt, es gibt diese Friedensinitiativen, aber es gibt in Deutschland keine Friedensbewegung. Die ist einfach weg. Also wenn du sagst, die war noch nie schwächer, dann es gibt sie gar nicht. Weil sie sind nicht in der Lage, Bewegung zu organisieren. Das ist ein großes Drama. Ich weiß, nach 2009 gab es dann nochmal eine große bundesweite Afghanistan-Demonstration. 3/4 Jahr mobilisiert, in Berlin waren es dann 2000 Menschen. Ich meine, das ist das größte anzunehmende Desaster. Das heißt, es ist im Moment niemand in der Lage, in Deutschland die Friedensbewegung als Bewegung zu konstituieren, irgendwie auf die Straße zu bringen. Die Aktion Aufschrei, die sich jetzt auch seit 8 Jahren mit dem Thema Waffenexporte befasst, ein Zusammenschluss von ganz vielen Nichtregierungsorganisationen, entwicklungspolitischen, kirchlichen Organisationen, die machen extrem gute Arbeit, auch in ganz Deutschland, oft lokal, viele kleine Aktionen. Ich war mal bei der Rheinmetall-Blockade, bei einer Fahrraddemo zu Krausmacher Weg, mal in München und hier am Brandenburger Tor.
Es waren immer die gleichen 50 Leute. So, das heißt, obwohl die super Arbeit machen, obwohl es viele sind und in der Fläche da sind, entsteht keine Bewegung. Das ist meine große Frage. Was fehlt? Denn ich glaube schon, dass wir in Deutschland eigentlich die super Voraussetzungen haben, um hier über die Waffenexporte, darüber eine Friedensbewegung, darüber Solidarität mit Afrin in beide Richtungen sozusagen, das hinzubekommen. Weil ich meine, die Menschen hier in Deutschland, die ganz große Mehrheit, die findet Waffenexporte komplett falsch. 83% sagen, sie sind gegen jede Art von Waffenexport, bei allen Umfragen. So, die große Mehrheit ist ja auch gegen Auslandseinsätze. Das heißt, es gibt eine Grundstimmung da, in einer ganz großen Breite der Bevölkerung. Was machen wir falsch? Und ich glaube, das ist im Moment so meine Analyse, ich habe ja jedes Jahr eine andere, weil ich da wirklich seit Jahren dran überlege, wieso funktioniert das nicht? Waffenexporte sind eigentlich das Thema, um das zu entzünden. Es gibt es in jedem Scheißkaff, gibt es eine Rüstungsindustrie, groß, klein, oder es gibt einen kleinen Hafen, wo was exportiert wird, einen Flughafen, also du kannst in ganz Deutschland in der Fläche, könntest du Aktionen machen, du hast eine direkte Forderung und du kannst das sogar gewinnen. Also ich glaube, dass dieses Thema Atomwaffen komplett weg ist und niemand mehr hinterm Ofen vorlockt ist, dass niemand mehr in Deutschland das Gefühl hat, du kannst das gewinnen bei den Atomwaffen. Das war, 83 war ja Atomwaffen, das Große, das hat auch viel mit Angst zu tun und viel auch mit DKP zu tun und was auch immer. So, das ist weg. Aber bei den Waffenexporten könntest du konkret was gewinnen. Du hast vor der Haustür ein Objekt, wo du was machen könntest. So, warum funktioniert es nicht? Ich glaube, im Moment ist meine Antwort, falls niemand versucht. Es gibt im Moment keine Kraft in Deutschland, die versucht, eine Friedensbewegung als Massenbewegung auf die Beine zu stellen. Wir haben das nicht gemacht. Wir waren zwei Leute, im Grunde genommen, also ein ganzer, zwei halbe sozusagen, die in den letzten 8 Jahren sich mit Waffenexporten beschäftigt haben. Wir haben sozusagen über die Medienlandschaft gespielt. Die Aktion Aufschrei sind zwar 100 und ich weiß nicht wie viele Organisationen Mitglied, aber auch am Ende nur zwei Leute, die richtig mit Zeit auch da rein investieren konnten. Es gab niemanden und ich glaube, die Zeit ist reif, dass sich jetzt irgendeine Organisation oder drei oder vier Organisationen sich zusammentun und sagen, wir nehmen Geld in die Hand, wir nehmen Leute in die Hand, wir versuchen eine Struktur zu schaffen, um auf das, was es gibt, wo die Leute sind da, die sind auch bei den Veranstaltungen da, überall in der Fläche, das in eine Bewegung zu verwandeln. Dafür braucht es, glaube ich, erstmal nur so einen Nukleus. Das gibt es bis jetzt nicht und ich hoffe, dass irgendwer in den nächsten Jahren das schafft, sowas auf die Beine zu stellen. Weil dann könntest du plötzlich wieder am Thema Waffenexporte, dann auch zu anderen Friedensthemen, plötzlich 150.000 Leute auf die Beine bringen in Deutschland. Da bin ich mir sicher, dass das funktioniert. Du musst es nur machen und im Moment macht es niemand. So, das ist keine befriedigende Antwort, aber es ist im Moment meine, die ich habe. Aber vielleicht noch eine Nachfrage auf die Antwort. Also du hattest ja gesagt, alle Staaten steigern ihre Rüstungsausgaben. Russland ist jetzt gerade nach den aktuellen SIPRI-Zahlen, glaube ich, 20% rückläufig. Und ist vielleicht auch diese Debatte um Russland ist ja auch eine, die viele davon abhält, die in der Friedensbewegung, sage ich mal, ein bisschen zu... Da wird mir gut weggeguckt, wenn Russland in Syrien bombardiert und das zum Teil verteidigt als legitime Maßnahme zur Unterstützung von einem legitimen Assad und so weiter. Und dass es da ja eine gewisse Nähe von Teilen der Friedensbewegung auch hingibt, was wiederum andere stark abschreckt, wie mich, dass man sich sozusagen mit Putin so stark gemein macht. Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist der politische Kern, der um so eine neue Friedensbewegung oder eine Renaissance gegeben sein könnte, der sozusagen einen politischen Standard definiert. Was macht diese Friedensbewegung aus? Dass Bewegungen immer offen und ein bisschen diffus sein müssen, geschenkt. Aber was ist sozusagen der politische Kern, um den sich das gruppiert, um sozusagen diese, ja auch diesen, also sozusagen die jetzt nicht in eine Verteidigungshaltung für andere einzelne imperialistische Staaten sozusagen zu geraten? Also Henning, das bestimmst du. Das bestimmen wir doch alle zusammen, was der politische Kern ist. Und wenn du sagst, das schreckt dich ab, das stimmt doch nicht. Du sitzt hier gerade, du organisierst mit die Demo am Montag, du kommst hin, du bist Teil einer Friedensbewegung. Die heißt nicht so. Ne? Aber also, wir gehen am Montag zu Rheinmetall. Und das hat was mit Abrüstung, mit Waffenexporten, mit Frieden, mit Rojava zu tun. So. Deswegen, du bist Teil davon. Aber du begibst dich halt bewusst in einen bestimmten Teil, der einen anderen Kern hat. Also ich sag mal, die Ewiggestrigen, die immer noch Russland und Sowjetunion verwechseln. Und das ist auch kein Witz. Ich habe mehrere Veranstaltungen gehabt, vorwiegend, egal, wo dann plötzlich gesagt wird, ja, aber die Sowjetunion, ich meine Russland. Also es gibt tatsächlich immer noch die, die es nicht kapiert haben, dass Putin eben nicht
Vorsitzende des Zentralrats der KPDSU ist, sondern ein Arschloch. So, die gibt es auch. Ja, ist er. So, das ist, also ist ein Autokrat und man kann mich jetzt lange aufzählen. Und du hast natürlich recht, dass es in Teilen der Reste der alten Friedensbewegung genau solche Positionen gibt. So what? Ich meine, wenn es darum geht, eine neue Bewegung auf die Beine zu stellen, bestimmen wir doch, was der Kern dieser Bewegung ist. So, und ich finde, das, was wir am Montag in Berlin machen, ist doch genau der richtige Kern. Wir nennen die Schuldigen, wir nennen Profiteure, wir gehen dahin und machen das mit unseren Methoden, mit unseren Inhalten und bieten uns da weder bei Putin noch sonst wo an. Also ich finde, das entscheidet am Ende die Bewegung und ich glaube, wenn ich mich hier so umkicke, kriegen wir ziemlich viele Leute am Montag auf die Beine, oder? Was meint ihr? Nee, historisch gesehen, also ich denke, das, was Putin und Erdogan machen, hat auch Lenin mit Atatürk gemacht. Es gab auch Abkommen zwischen Atatürk und Lenin gegen Großbritannien und heute ist Putin mit Erdogan gegen Amerika sozusagen. Und damals mussten die Armenier dafür bezahlen. Und Lenins Interesse war, es war zum Interesse für die Sowjets, dafür müssen Kurden, Armenier und Assyrer mit ihrem Leben bezahlen. Also Großmachtpolitik war auch in der Sowjetzeit nicht ganz rosig. Und ich würde dir zustimmen, dass wenn viele Leute wirklich Putin mit Lenin verwechseln, auch Lenin hat das gemacht. Also, ja. Okay, dann... Locker, sondern das ist Arbeit und zweitens nicht, dass da irgendwie 6 Menschen sich vorne anstellen und der Rest folgt. Das geht nur um Strukturen. So eine Bewegung entsteht immer von unten, da glaube ich ganz fest dran. Ich weiß aber, dass es in ganz Deutschland solche Bewegungen von unten gibt. Die sind alle klein, die sind alle isoliert und du brauchst Strukturen, um dich zu koordinieren. Weißt du, ich komme aus der Anti-AKW-Bewegung der 70er Jahre in Westdeutschland. Da gab es genau das. Da gab es in jedem kleinen Dorf eine kleine Anti-AKW-Gruppe, es gab viele drumherum und dann gab es aber bundesweite Strukturen, die es ermöglicht haben, sowas wie, das ist sozusagen mein großer politischer Sprung gewesen im Alter von 19 Jahren, sowas wie die Besetzung vom Dorf 1004 in Wendland zu organisieren. So. Nur darum geht es, dass du mehrere Leute zusammenbekommst, die Zeit haben, die auch das Geld haben, die Ressourcen haben, Strukturen zu schaffen, um genau die Leute, die es gibt, denen von unten die Möglichkeit geben, von unten zu wachsen, größer zu werden und thematisch zu unterstützen, was es alles gibt. So, jetzt ist die Frage, warum machst du das nicht? Das habe ich eben gesagt, wir waren 2 Leute und das war eine strategische Entscheidung von mir zu sagen, mit den 2 Leuten machen wir über Medienarbeit, Skandale suchen, von der Milan-Rakete bis sonst wohin, versuchen wir das Thema überhaupt erstmal zum Thema zu machen. Das war eine Entscheidung, die finde ich im Nachhinein immer noch richtig, weil das ist ja auch gelungen, über solche Geschichten irgendwie das Thema breiter zu machen. Es hat es aber nicht geschafft, sozusagen eine Bewegung auf die Beine zu stellen. Ich bin fest davon überzeugt, in diesem Land ändert sich nur was, wenn es eine breite Bewegung auf der Straße gibt. Sonst ändert sich gar nichts. Aber um das hinzukriegen, musst du überhaupt erstmal ein Thema zum Thema machen. Da sind wir jetzt und ich glaube, jetzt ist der Moment reif. Und ich führe diese Gespräche jetzt seit Monaten hier und da. Ich weiß, dass in vielen Organisationen Leute darüber nachdenken. Ich bin mir auch sicher, dass es passieren wird, aber man muss es machen. Deswegen finde ich ja auch die Initiative der IL, sozusagen die ganze Rojava-Solidarität auch mit deutschen Waffenexporten zu verknüpfen, ist genau der richtige Weg. Das ist da, wo du in Deutschland viele Leute mobilisieren kannst, die ganz große Mehrheit der Bevölkerung inhaltlich sogar hinter dir hast. Also das ist, glaube ich, der richtig strategische Weg zu sagen, Rojava-Solidarität, überhaupt internationale Solidarität, darüber zu machen, dass du hier die Rüstungslobbyisten, die Rüstungsindustrie oder alle Kriegsfetischisten schwächst durch eine Friedensbewegung. Das ist der Weg. Da muss man jetzt aber anfangen. Ja, also in JPG-Satzung, genauso wie in der PKK-Satzung, stehen beide berufen sich auf die Philosophie von Abdullah Öcalan. Das ist der einzige gemeinsame Nenner. So, sie finden seine philosophische Perspektive für Gesamtkurdistan, Nahen Osten akzeptabel. Das ist das, was sie beide philosophisch gesehen zusammenbringt. Aber in ihren Organisationsstrukturen sind sie autonom und unabhängig voneinander, weil Syrien ist ein anderes Themenfeld als Nordkurdistan, Ostkurdistan oder Südkurdistan. Und das mit, die PKK-Sache ist so wie in Deutschland so ein Damoklesschwert. Wird immer über deinen Kopf gehalten, wenn du irgendwie aus der Reihe tanzt.
Und seitdem ist die Solidarität, und ich würde da gerne zustimmen, ich war vor kurzem in München und war echt total überrascht. Wir haben so viele deutsche Freunde in München, das wusste ich nicht, also insgesamt in Bayern. Und jetzt habe ich meinen Blickwinkel über Bayern verändert. Also selbst in Dörfern gibt es Leute, die... Ja, aber nur weil da Berge sind, nur weil da Berge ja, sind, sind sie Bayern so schön. Also es ist so eine ungeheure Solidarität da überall in der Bundesrepublik, also auch in Italien. Also ich reise jetzt ein bisschen durch Europa, jetzt wo ich ein bisschen die Chance habe, hier zu bleiben. Ich war in den letzten 5 Jahren immer gependelt zwischen Rojava und Südkurdistan, also irakisch-Kurdistan. Und habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass überall so viele Tropfen sind um uns herum. Also um Rojava herum. Und das Tolle ist, dass Rojava jetzt nicht nur als kurdisches Phänomen gesehen wird, sondern irgendwie als etwas gemeinsam, ein Zeichen der gemeinsamen Hoffnung. Und um das zu zerstören, dann heißt das, ja, die sind doch PKK. Diese Message ist eigentlich an die, die halt über Rojava eine Chance sehen, dass Revolution möglich ist. Und die Menschen fragen sich, 58 Tage Widerstand in Afrin, gegen die UN, NATO, Amerika, Russland, alle die Großen haben die Klappen gehalten und wir waren der puren Gewalt ausgesetzt und wir haben 68 Tage fast Widerstand geleistet und dieser Wille soll zerstört werden und die Solidarität um diesen Widerstandswillen soll kaputt machen und was eignet sich da als Besseres als PKK? Der ist hier ohnehin diskriminiert, kriminalisiert und wer sich da in der Nähe befindet, wird bestraft. Deswegen diese Connections zwischen JPEG, PKK oder andere. Also man muss das als politischen Angriffsding sehen, würde ich sagen. Sehe ich genauso, weil es kommt nicht nur in den Medien, sondern als wir damals 2014 aus Rojava zurückkamen, haben wir richtig ein Auswärtiges Amt kontaktiert, auch relativ hoher Ebene gesprochen, da ging es nur um humanitäre Hilfe. Und das Auswärtige Amt sagt ja immer, humanitäre Hilfe muss unpolitisch sein. Ist ja auch richtig. Ne? Sozusagen, es geht ums Überleben von den Menschen, egal auf welcher Seite sie stehen. Und als wir dann darüber geredet haben, kam nur der Satz, die kriegen gar nichts, die sind alle PKK. Auswärtiges Amt, Abteilungsleiter. So, jetzt muss man sich ja fragen, warum tun die das? Weil eigentlich, und ich glaube, der Grund ist, dass sie eigentlich wissen, sie haben überhaupt kein richtiges Argument, mindestens nicht in der Öffentlichkeit, zu sagen, warum sie Rojava bekämpfen und nicht unterstützen. Weil eigentlich ist da ja alles, was der Westen sich in ihren Sonntagsreden seit 50 Jahren für den Nahen Osten wünschen. Eine demokratische Kraft, die säkular ist, die multiethnisch ist und die sogar noch die kolonialen Grenzen anerkennt. Das haben sie immer sich gewünscht, ne? Weil sonst immer Israel ist die einzige Demokratie und immer sagten sie, es wäre doch schön das, jetzt gibt es plötzlich die Kraft. Jetzt fehlt ihnen das Argument, warum sie in der Öffentlichkeit die trotzdem noch bekämpfen und deswegen kommt immer dieser Satz, alles PKK. Ich glaube, das ist wirklich politisch gewollt. Hier vorne war es. Also danken werde ich Macron auf keinen Fall. Ich meine, ich versuche ja zu verstehen, aus welcher Intention Frankreich so eine Rolle übernommen hat. Und das habe ich versucht darzulegen aus Eigeninteresse. Ja, für uns Kurden natürlich ist das auch eine Gelegenheit in der Politik, da wieder was zu reaktivieren. Das gibt uns eine Chance in der Politik wieder halt über Frankreich, dass man auch gewisse Sachen zu äußern. Aber Frankreich wird bestimmt nicht für uns da sein. Frankreich, ich habe das versucht zu erklären, hat sehr viel verloren im Nahen Osten als große alte Kolonialmacht. Und Frankreichs Politik ist eine der Ursachen dieser Konflikte heute. Ne? Diese Grenze zwischen Syrien und Türkei war ja ein Produkt von London und Paris in diesem sogenannten Sykes-Picot-Abkommen. Wir reinigen den Müll, den sie geschaffen haben. So aus dieser Intention, das dürfen wir nicht vergessen, also jedenfalls ich als Kurdin nicht. Weil wir haben heute die Wiederholung der Geschichte in anderen Formen. Ich weiß nicht, früher war das Monsieur Picot, heute ist es Monsieur Macron. So politisch gesehen gut, er hat die Delegation empfangen, aber das hat auch der Kreml gemacht. Einen Monat bevor sie der Türkei grünes Licht gegeben haben, Afrin anzugreifen. Der Oberkommandierende von JPG für Afrin war in Moskau. Und dann ganz hochrangige Politiker aus Rojava waren in Moskau. Und die wurden wirklich auf dem roten Teppich empfangen, genauso wie in Élysée. So, das sind Sachen, das sind die Notlagen, in denen sich die Staaten befinden. Für die sind wir ein Instrument.
So, und manchmal nehmen wir auch diese Rolle an, weil um uns Freiraum zu schaffen für Politik, politisch handelsfähig zu sein, weil wir haben ein Problem, wir sind von einem Genozid, das aus Ankara kommt, bedroht. Und dann würden wir natürlich jede Chance politischer Möglichkeiten hinnehmen, ob das Einladung nach Elysee oder White House ist, wo auch immer, oder der Rote Palast in Kreml. Das ist alles wichtig, nur dürfen wir nicht vergessen, was die einzelnen Interessen dieser Staaten sind. Und Frankreich, weiß Gott, ist nicht für uns dort. Nur hilft es uns im Moment, dass sie in Mimbisch sind. Sie waren immer schon da. Also es kommt jetzt an die Öffentlichkeit, aber Frankreich ist schon lange da. Sie werden jetzt dort aktiver werden, um bis dahin, bis die USA ein bisschen ihre Krise überwunden hat. Die ist wirklich in einer Krise und Frankreich sagt, ja, ich habe viele Experten, die kennen diese Region. Und Frankreich hat bislang im Vergleich zu Deutschland und Großbritannien in Bezug auf die Kurden es verstanden, ein bisschen auch auf die Kurden zu hören. Das ist natürlich im minimalen Sinne etwas Positives, dass sie zumindest die Kurden zuhören wollen. Das ist natürlich wichtig, das werden wir auch zur Kenntnis nehmen, aber wir können uns auch nicht auf Paris verlassen, sozusagen, weil Paris ist die Ursache des Problems, dessen Opfer wir sind heute und für das wir, gegen das wir heute kämpfen. Das würde ich sagen. Und mit Berlin würde ich das nicht vergleichen, weil ich möchte darauf hinweisen, Berlin ist viel klarer antikurdisch sozusagen und das hilft uns, dann wissen wir, woran wir sind. Bei den anderen ist es so stagnierend und zickzack. Es ist wirklich anstrengend. Berlin ist sehr konsequent. Also das ist schon mal gut für mich als Revolutionärin, dann hier Politik zu machen. Also ich weiß, dass ich am 25. Juni leider wieder Erdogan sehen werde. Aber keinen so starken Erdogan. Es gibt manchmal Phasen in der Politik, wo auch 1% Gewinne so eine Bedeutung von 99% haben, qualitativ. Und momentan ist das der richtige Moment, weil die Türkei oder die Präsenz des Staates Türkei jetzt nicht nur ein kurdisches Problem ist. Es ist ein Problem für die arabischen Staaten, die Existenz der jetzigen Türkei unter Erdogan. Sie ist auch ein Problem für Berlin, auch wenn die Connections noch funktionsfähig sind. Sie ist ein Problem für Washington und für Russland. Niemand will die Türkei so stark haben und jeder sieht die Chance, während dieser Wahlen Erdogan ein bisschen zu begrenzen. Für uns hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung für Kurden. Und es hat sich jetzt durchgesetzt bei der Mehrheit der Kurden, jetzt nicht nur in der Türkei, weil das, die Wahlen in der Türkei oder in Nordkurdistan sind nicht nur eine begrenzte oder nur eine Sache, die die Kurden in der Türkei interessieren, sondern sie interessieren auch die Kurden in Syrien und in Irak. Erdogan hat sich durchgesetzt als ein Kurdenfeind. So, und das, und jeder Kurde, ob in Irak bis jetzt, unabhängig von einigen politischen Parteien, irakisch Kurdistan, aber ich spreche von der Bevölkerung her, das Bild Erdogans ist gleichgesetzt bei jedem normalen Kurden, der einen Sinn für Freiheit hat. Er ist unser Feind. Und er sieht auch jeden Kurden als Feind, auch den als Freund auf die Bühne bringt, den macht er fertig, kaputt. So, und diese Erfahrung der letzten 2-3 Jahre mit Erdogan für die Kurden wird sich auch in den Wahlen widerspiegeln, weil das Sättigungsgrad unter den Kurden mit diesem Erdogan-Regime ist erreicht. Und jetzt werden wir alle in die Offensive gehen, deswegen wird für uns jetzt die Priorität für alle Kurden, jetzt nicht nur in der Türkei, überall und auch für die, die in der Türkei sich als links oder demokratisch bezeichnen, es ist für uns die Gelegenheit da, mit den Zahlen diesem Mann einen Denkzettel zu verpassen. Und das Tolle ist, dass der Europäische Rat einen auch ganz tollen Bericht bezüglich der Türkei veröffentlicht hat, in dem gesagt wird, diese Wahlen sind eigentlich nicht legal. So die Art und Weise. Washington hat gleich verlauten lassen, unter Ausnahmezustand Wahlen durchzuführen, ist unter antidemokratisch. Selbst Berlin hat jetzt sehr klar, im Gegensatz zu Herrn Gabriel, hat Herr Maas ganz deutlich gesagt, keine Wahlpropaganda hier. So, das sind alles Zeichen, wo es Probleme geben wird mit den Wahlen. Und das alles nehme ich zur Kenntnis und weiß, dass sowohl die externen politischen Faktoren als auch intern in Kurdistan in allen vier Teilen wir nicht so schwach sein werden in unserem Kampf in den Wahlen gegen Erdogan. Es wird nicht eine Wahl sein, ob die AKP an die Macht kommt, nein. Es wird darum gehen, ob der Faschismus in der Türkei sein Bild in der Verfassung der Türkei wiederfindet. Er hat ja alles aufgebaut. Es geht jetzt darum, ob der Faschismus die neue Staatsform werden wird oder nicht.
So, es wird eine Wahl zwischen Faschismus und Demokratie sein. Und da wir können uns als führende Kraft der Demokratie in der Türkei betrachten, weil du kannst auf die CHP als sozialdemokratische Opposition verzichten, spielt in die Hände von Erdogan, der Mann hat die Informationen, die Files über alle Politiker, kann sie alle kaputt machen. Das Einzige, wo er keinen so starken Einfluss hat, bis auf die Gewalt, sind die Kurden. So, und wir sind uns unserer Rolle im Nahen Osten bewusst, das ist sehr wichtig. Deswegen bin ich da optimistisch, dass er, mag sein, dass er die 45% bekommt, aber Kurdistan wird entscheidend sein, denn sein Sieg ist erst vervollständigt, wenn er ganz Kurdistan kolonialisiert hat, Nordkurdistan. Und jetzt, was er im Nordirak macht, im kurdischen Teil, das stößt nicht auf Sympathie unter den Kurden. Das wird sich auch in den Wahlen in Irak jetzt am 13. Mai widerspiegeln. Alle Parteien, die der Türkei nachstehen, in irakisch-Kurdistan, die werden nach Prognosen sehr viele Verluste haben. Und das wird auch einen Einfluss haben auf die Wahlen in der Türkei. Deswegen, also wir können, zwar gibt es offiziell noch die Grenzen, aber politisch sind die Grenzen jetzt überflüssig geworden, diese vier Grenzen, unter die man die Kurden aufgeteilt hat, sozusagen Iran, Irak, Syrien, Türkei. Es gibt schon eine nationale Solidarität unter den Kurden. So, alles, was in Irak sich abspiegelt, wird sich auf die Türkei beeinflussen. Alles in der internationalen Politik wird auch uns helfen, den Mann anzuverpassen. Was werden wir tun, gerade wir auch als kurdische Frauen? Denn dieser Mann hat den Islam vorrangig gegen unsere Errungenschaften als freie Frauen gemacht. Denn durch die Anwendung des Islam hat er versucht, Frauen aus der Politik rauszubekommen. So, und vor allem kurdische Frauen werden da führend sein. Deswegen bin ich optimistisch. Und zu diesem Anlass werden wir am 24. Mai ein Global Action Day gegen AKP die türkische Regierung weltweit organisieren, weil Schwächung der AKP und Erdogan bedeutet, dass man ein Proxy-Instrument von Russland und USA in der Region kaputt macht. Solange die Türkei in dieser Intention als stellvertretend für beide zu eigenen Interessen arbeitet, und wenn wir diese Türkei begrenzen, ist das auch eine indirekte Schwächung der anderen beiden Großmächte. Deswegen ist die Türkei nicht nur unser Problem. Also die Türkei unter Erdogan. Nicht das Land, sondern ich meine die politische Führung, da möchte ich schon sehr differenziert da sein. Und deswegen sollten wir alle Hand in Hand diesen Erdogan ein bisschen die Uhr langziehen.